Hi, hier ist Daniel Brzezinski vom 1. FSV Mainz 05 und ihr hört niemals Erste Liga. Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 29. Wir nehmen auf am 3. September. Wir sind gerade in die Länderspielpause eingetaucht. Da sind wir auch, glaube ich, gar nicht so unglücklich drüber diesmal. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich auch heute wieder mit am Start Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer. Ja, liebe Hörer, wir haben wieder einen bunten Strauß an Themen mitgebracht. Wir sprechen natürlich über die Spiele gegen Unterhaching und Würzburg, die jüngsten Kaderveränderungen, beziehungsweise den einen Abgang, den es noch gab. Es gibt gleich zwei Pokalauslosungen und dann haben wir noch ein besonderes Schmankerl, nämlich ein kleines Interview mit unserem Ex-Spieler Daniel Brzezinski. Hatten wir ja letztes Mal ja schon angekündigt, dass wir das machen wollten. Da war Sonja im Außeneinsatz, das kommt aber erst später. Deswegen bitte dranbleiben oder, falls euch nur das interessiert, schaut nach der entsprechenden Kapitelmarke. Genau. Es geht los, wie immer, mit unserem Groundhopping. Sonja, wo warst du wieder unterwegs? Ich war europäisch unterwegs in Belgien, und zwar beim KLC Genk, bei denen ich auch wirklich noch nie war. Ich hatte die immer so ein bisschen auf dem Radar, weil es ja wirklich direkt hinter der Grenze ist von uns aus gesehen. Mhm. Die haben Brøndby zugelost bekommen. Und das habe ich ja schon oft erzählt, dass ich da relativ affin bin. Und da dachte ich, da bin ich doch dabei. Ja. Das war jetzt noch Europa League Quali dann, oder was? Ja, das war die letzte Runde, also die Playoff-Runde. Mhm. Das heißt dann nicht mehr Qualifikation, das heißt dann Playoff. Genau, ja. Was weiß ich, Vermarktungsgedöns. War die letzte Runde, bevor dann jetzt die Gruppenphase kommt. Okay. Und da war es das Hinspiel. Also man hat gehofft, so ja, ein Auswärtstor wäre ganz nett. Gut, es ist dann 5-2 ausgegangen, also helfen dir auch zwei Auswärtstore herzlich wenig. Ja, okay. Das war dann vor einer Woche aber schon, weil die Rückspiele waren doch jetzt die vergangene Woche dann, ne? Genau, das war die Woche davor. Okay, wie ist dann das Rückspiel ausgegangen? Das Rückspiel ist 2-4 ausgegangen, also sie haben es geschafft, in zwei Spielen 9 Tore einzufangen. Ach so, Genk hat dann nochmal gewonnen. Das ist eine katastrophale Abwehr. Ja. Und Brøndby, das war doch jetzt hier unser Freund Alex Zorniger, ne? Richtig. Okay, und der hat er sich jetzt 9 Tore, oder sein Team hat sich jetzt 9 Tore einschicken lassen. Das ist aber schon ein bisschen bitter, ne? Das ist ein bisschen sehr bitter. Also hatte ja auch schon letzte Folge, aber Ende letzter Saison gesagt, dass ich beim allerletzten Saisonspiel war, wo sie dann die Meisterschaft verkackt hatten. Und seitdem geht es ja eigentlich ziemlich abwärts. Also das Team ist nicht besser als die Saison davor und jetzt auch gestern haben sie dann auch wieder in Überzahl, haben sie noch den Ausgleich gefangen und so. Das läuft gerade nicht so geil. Das erinnert mich ein bisschen an unseren SVWen, wo es auch so gegen Ende der Saison dann irgendwie abwärts ging und jetzt die neue Saison auch nicht so richtig toll angefangen hat. Aber gut, also über wir haben ja damals ergründet, dass sich die Trainer ganz gut verstehen bis heute. Ja, das sind ja irgendwelche Schwingungen. Okay, ansonsten, Genk, warst du da schon mal? Nee, habe ich ja schon gesagt, da war ich wirklich vorher noch nicht. Ach ja, stimmt. Ja, genau, ja. Da mal hinzukommen. Mhm. Ich wusste aber vorher auch nicht, kriege ich da Karten, weil Genk hatte irgendwie so einen Dauerkartenmitgliederverkauf, der ging bis Dienstagabend, glaube ich, also das Spiel war ja dann Donnerstag, ob da irgendwie noch was übrig bleibt, ob ich die dann von hier aus bestellen kann. Und dann hatte mir aber ein Bekannter aus Brøndby angeboten, dass er mir eine Auswärtskarte mitbringt. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht, dann haben wir uns da getroffen. Also es war derjenige, dem ich meine Karte verkauft hatte für das Spiel, zu dem ich dann nicht konnte, Ende letzter Saison. Ach so. Und mit dem bin ich so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und das war auch alles super nett. Er hat mir da lauter Leute vorgestellt, die es alle total toll fanden, dass ich da dabei war und so. Aber die Geschichte, auf die du, glaube ich, noch wartest, ist die Pyro-Nummer, ne? Ach ja, richtig. Ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen. Aber du hattest da mal was getwittert. Ja. Das stimmt, das möchte ich gerne noch hören. Ja, also es war, ich glaube, die haben irgendwie so, der Auswärtsblock hatte knapp
1000 Karten. Und verkauft haben sie 700 noch was. Also es war wirklich gut voll, aber nicht komplett voll. Haben wir gedacht, okay, gehen wir irgendwie in den Oberrang. Es ist jetzt kein Riesenstadion, das ist so, glaube ich, gut 20.000 international dann. Gehen wir oben hin, weil ich dachte, ich kenne das immer so, dass das unten irgendwie dann eher krass abgeht, wenn es krass abgeht. Dann haben die aber zum Anpfiff, oder glaube ich war auch schon zum Einlaufen, haben die sich so verteilt, dass alle paar Meter einer mit so einer Pyrofackel stand. Okay. Und dann ist es scheiße, wenn du ganz oben stehst, kann ich dir sagen. Weil das alles, weil alle nach oben zieht. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das sind jetzt nur Fackeln, das sind jetzt nicht diese Rauchbomben, ja, die man so jetzt aus Deutschland eher noch kennt. Da dachte ich, das ist vielleicht nicht so schlimm, wenn die da einfach jeder so eine Fackel in der Hand haben. Und es war auch Rauch, durch den man einigermaßen durchgucken konnte und so. Aber der hat so in den Hals geknallt. Okay. Dass ich wirklich so nach kurzer Zeit, nachdem das losging, habe ich wirklich so einen Hustenanfall bekommen, der auch nicht mehr aufgehört hat. Und hab dann tatsächlich sozusagen in den Gästeblock gekotzt. Also wir kamen, das war jetzt nur Schleim. Ich habe da jetzt nicht meinen Mageninhalt irgendwie rausgeholt. Ja, aber also ich habe da wirklich Schleim hochgewirkt, weil das so krass durch diesen Rauch war. Lecker, lecker. Mir war in dem Moment aber auch bewusst, dass das einerseits total kacke ist, was da gerade passiert, aber andererseits auch eine ziemlich lustige Geschichte. Ja. Und aber der Typ, mit dem ich da war, der hat es komplett nicht mehr ausgehalten. Der ist während dieser Fackelnummer noch, ist der raus. Kam auch erst nach Anpfiff wieder, hatte irgendwie dann sich auch noch Wasser irgendwie reingeschüttet. Der macht übrigens auch einen Podcast bei Brøndby, also es sind immer die guten Leute, die diese Podcasts machen. Ja, natürlich. Und ich verstehe ja jetzt nicht so viel Dänisch, aber ich habe ein bisschen was verstanden aus der letzten Folge, dass er meinte, er wäre ganz erbost gewesen, er hätte zum ersten Mal im Stadion Wasser trinken müssen. Oh je, der arme Mann. Ja. So schlimme Sachen passieren da international. Na, jedenfalls haben wir dann noch so ein bisschen die erste Halbzeit immer mal wieder gehustet. Und dann ging es aber auch wieder. Also mein schlimmstes Erlebnis war wirklich in so einer schwarzen Rauchbombe zu stehen mit niedrigem Dach im alten Bruchwegstadion. Und da kam mir tagelang das schwarze Zeug aus der Nase. Das hatte ich diesmal halt komplett nicht. Ja, du hast es ja gleich rausgefiltert. Ja. Aber zum Beispiel auch, als ich heimkam, meine Klamotten haben nicht gerochen nach Rauch oder so. Das war ganz komisch. Okay. Aber es gibt halt Bilder, wie da einfach nur der ganze Gästeblock brennt. Ja, also meine Meinung zu Pyro ist ja bekannt, die wird jetzt auch dadurch nicht besser, ehrlich gesagt. Ja. Das sind totale Penner, ja. Da kann man mal sehen, welche Weiterentwicklung es auf dem Gebiet gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Weiterentwicklung ist, weil in den aber, Gästeblock habe ich damals nicht gekotzt. Mal ohne. Das war mit Frankfurt, oder was? Das war damals in Frankfurt, das war aber halt wirklich, also ihr habt vielleicht das alte Bruchwegstadion mit dem alten Gästeblock auch noch vor Augen, da konntest du ja fast das Dach anfassen. Ja, ja, das waren doch nur so 3 Stufen oder sowas, ne? Also das ganz, ganz früher war. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, also Genk ist tatsächlich das Stadion in Belgien, wo ich auch schon mal war. Ah. Das hatte ich ja letztes Mal verwechselt normal mit Gent. Normal oder Gäste? Das war damals, da waren wir, als ich B-Jugend-Trainer war und wir hatten eine Abschlussfahrt und waren da irgendwie in Brüssel und hatten da aber auch so einen Centerpark kurz hinter der Grenze gemietet und ganz ein Centerpark. Ja, ein paar Apartments in dem Centerpark. Okay. Das hätte ich auch mal lieber gemacht. Und auf dem Rückweg aus Brüssel kamen dann immer mal wieder Autos mit einem blauen Schal, die halt auf dem Weg zum Stadion waren und wir dachten so, und irgendwann haben wir dann die Abfahrt Stadion gesehen und dachten so, ja gut, da gucken wir mal, was da los ist und haben dann noch auf dem Weg dahin erfahren, dass es der belgische Pokal-Halbfinale-Rückspiel war, Genk gegen Lommel und da habe ich dann hinterm Tor, aber ich glaube, das war mehr so Heimbereich, aber viel Stimmung war da nicht damals. Okay, ah, das ist immer aber noch das Geilste, so Groundhopping früher, dass man den Leuten mit Schals nachgelaufen ist. Das habe ich in meinem ersten Norwegen-Urlaub gemacht. Das war auch cool. Einfach mal geschaut, wenn die da hinlaufen, dann wird es wohl ein Stadion irgendwo geben. Ja, auch so viele mit Trikot, so komm, okay. Heute Abend nichts vor. Nicht schlecht. Ja. Ja, die hatten aber auch, wo du gerade sagst, im Heimbereich wenig Stimmung,
das ist ja dann auch international, hatten die dann wieder weniger Plätze und die wenigen Plätze waren dadurch, dass sie, glaube ich, den Heimstehbereich im Unterrang hatten und dann aber in den Oberrang umziehen mussten, wo es Sitzplätze gab. Also so, wie man das so kennt. Mhm. Bei Brøndby, glaube ich, auch nicht anders. Aber die haben ansonsten schon Stehplätze, ja? Ja, also es sah so aus, einfach als wäre das ein für internationales Spiel gesperrter Stehblock. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was da anders ist. Also ich weiß auch, dass die Kapazität verringert ist im Gegensatz zu den normalen Ligaspielen. Das müsste dann das gewesen sein. Mhm. Das war ein sehr schöner Ausflug. Ja, schön, ja. Ansonsten, was hast du noch mitgenommen? Irgendwo dritte Niedersachsenliga oder irgend sowas? Nee, ansonsten habe ich eben auch ein bisschen Hörnerkältung mitgenommen und konnte deswegen jetzt so das letzte Wochenende nicht unterwegs sein. Da hätte ich bestimmt irgendwas gefunden, aber da habe ich mich dann mit Fußball vorm TV begnügt. Dann, sehr verehrte Damen und Herren, kommen wir zu einer Weltpremiere. Ich habe nämlich mehr Spiele in der Groundhopping-Rubrik als die Sonja. Jetzt kann ich aufhören. Genau, das ist Folge 29. Das ist mir geblieben. Folge 29 war dann die letzte. Nein, um Gottes Willen. Nee, das eine, ich war vorletzte Woche in München und ich habe weder die Bayern Amateure im Grünwalder Stadion gesehen, obwohl ich nur wenige hundert Meter entfernt war, noch die Bayern Profis in der Allianz Arena, sondern ich war im Bayern Campus, also diesem relativ neuen Campus heißt, dieses Trainingsgelände und wo die ganzen Nachwuchs und ich glaube auch die Frauenmannschaft trainieren. Und da ist ja wie so ein kleines Stadion auch dabei, wo dann, da spielte dann die U19 in der A-Junioren-Bundesliga gegen Kaiserslautern. Und das war eigentlich ein ganz nettes Spiel, abgesehen davon, dass Kaiserslautern gewonnen hat. Aber insgesamt eigentlich konnte man ganz gut angucken. War auch relativ gut besucht. Ich weiß nicht, offizielle Zuschauerzahl gab es jetzt nicht, aber es waren, weil es auch kein Eintritt oder sowas gekostet hat, aber es waren schon einige Leute da, vermutlich, weil die dann später direkt von da aus dann zur Allianz Arena rübergegangen sind und dann da Bundesliga geschaut haben. Ja, wie groß ist denn dann der Platz, wo die spielen ungefähr? Also das Stadion oder wie auch immer? Der Platz hat wahrscheinlich FIFA-Maße, 105 mal 68. Ja, ich weiß. Wie groß ist das? Also ich glaube, da passen, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube so 3000 Leute oder sowas rein, weiß ich nicht. Also ist das dann eine Haupttribüne und Rest Steh? Oder? Nee, das sind rundherum, also es sind drei Tribünen, Sitzplätze, ja. Halt so. Und die andere Seite, da ist dann halt quasi so direkt das, so ein Funktionsgebäude dann halt dran, wo dann halt auch sich dann so die Umkleidekabinen und sowas, das schließt dann da direkt die eine Seite vom Platz ab. Ich weiß jetzt nicht, einige hundert Leute werden schon da gewesen sein, also war schon ganz nett. Und tatsächlich, also auch Fußball konnte sich sehen lassen. Also okay, ist halt entspannt, da gehst du halt einfach rein. Ohne diesen großen Stress, den du halt sonst irgendwie so in den Stadien halt hast. War okay. Und kommst dann du auch noch auf den U19-Trip. Ja, am Ende, ja. Vielleicht muss ich ja mal wieder auf den Hallberg hier statt statt Britta Arena. Genau. Und dann war ich jetzt noch am vergangenen Wochenende, sprich gestern, in Groningen in Holland und habe da erste holländische Liga zum ersten Mal geschaut. Ich war ja schon zweimal in Holland im Stadion, aber das war nie ein Ligaspiel. Und da hat FC Groningen jetzt gegen PEC Zwolle gespielt. War auch ein groteskes Spiel. Also Groningen war eigentlich die erste Halbzeit ziemlich überlegen, oder zumindest hatten sie eine gute Handvoll Chancen, zwei ganz dicke Dinger dabei, kriegen es nicht rein und nach der Halbzeit irgendwann macht dann halt mal Zwolle das 1-0 nach dem Konter und danach ging bei Groningen nichts mehr zusammen. Ups. Also da siehst du mal richtig, wie es dann in den Köpfen gearbeitet hat. Die sind auch nicht gut gestartet, Zwolle auch nicht und die haben dann halt das 1-0 verteidigt und fertig war die Laube. Das war holländische Liga, geil. Ja, nee, aber war ansonsten ganz nett. Also das Stadion ist nicht ganz so die Offenbarung. Das ist noch nicht so alt. Wie alt ist das? Vielleicht
gute 10 Jahre oder sowas in der Größenordnung, würde ich sagen. Das ist halt so ein... Schön grün an allen Seiten. Ja, grün, weil es halt, dass die halt die Farben von Groningen sind oder vom FC Groningen, aber ansonsten ist das halt da irgendwie in so einem Gewerbegebiet mit Kino drumherum und Einkaufszentrum und Sportstudio und was nicht alles, also in so einem Multifunktionsgebäude oder Anlage da. Naja. Ja gut, so sehen aber einige Stadien aus. Oder ja, ja. Wenn es nicht direkt innen drin ist, ist es außenrum mit Einkaufszentrum und so. Ja, ja, genau. Haben wir schon oft so gesehen. Ja. Muss man nicht schön finden, das stimmt. Ja, nee, innen drin war es okay. Also halt nett. Was hat das irgendwie so? Ein paar 20.000 Plätze, 22.000 glaube ich, so in der Größenordnung, war etwa halb voll. Ganz lustig, so auf der VIP-Tribüne, da haben sie richtig so zwei, wie so Balkone halt. Das ist also, geht wirklich gerade hoch und dann halt so zwei Reihen Balkone, also die VIP-Logen oder was. Das sah ganz witzig aus. Hast du da Karten vorher reserviert oder direkt gekauft? Nee, ich habe sie da vor Ort gekauft. Also das war relativ spontan, also beziehungsweise ich wusste, dass ich an dem Wochenende dahin fahren würde. Aber habe dann halt spontan geschaut, ob es mir in den Zeitplan passt, ob ich da zum Spiel gehen kann. Und dann hat sich das so ergeben. War auch schönes Wetter, hat alles gepasst. Und dann bist du extra hingefahren oder erst am Rückweg? Nee, ich war aus anderen Gründen in Groningen das ganze Wochenende. Und da hat sich das gerade ergeben, dass da mal ein Heimspiel stattfindet, wenn ich da bin. Ah ja. Genau. Ja. Das, aber kann man empfehlen. Also falls man sowieso wie immer gilt, ne, wenn man gerade in der Gegend ist, warum denn nicht? Ne? Ich bin jetzt kein so ein Groundhopper, der extra zu irgendwelchen Spielen, die mich eigentlich nicht interessieren, entfährt. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, wenn man gerade da ist, dann mache ich das ja gerne. Ich bin das auch nicht. Mich interessiert das dann halt. Ja, das ist der Unterschied, ja. Ich habe ja dann auch mich dann so, das ist bei denen auch die Nordtribüne, wo so die Heimsupporter dann sind. Das, übrigens, deswegen fragte ich vorhin, die haben da nämlich keine Stehplätze. Ich habe da extra noch blöd gefragt an der Kasse und dann, da gibt es keine Stehplätze. Aber da standen dann eigentlich alle. Also ich hatte tatsächlich einen Sitzplatz, keinen fest reservierten, also es war halt ein Sitzplatzbereich. Aber da stand dann einfach jeder. Was ich überlege gerade, ob es in Holland sowieso Stehplätze gibt. Eigentlich wüsste ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Was heißt denn Stehplatz auf Niederländisch? Das weiß ich nicht. Ich habe auf Englisch gefragt. Ja. Also ich verstehe Holländisch ganz gut und wenn ich ein Weilchen da bin, dann spreche ich auch ein bisschen was, aber dafür reicht es dann, glaube ich, nicht. Ist aber auch nicht nötig. Also man kommt ja gut aus. Genau. Aber in der Halbzeit schön Frikandel reingehauen? Nee, habe ich mir gekniffen. Also das hatten die Leute um mich rum, irgendwie so Frikandel und solche Hackfleischballen, so große und irgendwie, aber da war mir nicht danach. Stattdessen habe ich ein alkoholfreies Bier getrunken. Ich musste ja schon noch heimfahren später. Das ist ja in Holland schön, die haben ja so kleine Becher. Das stimmt, das gibt's dann an so ein kleines, also so ein, was war das, 0,25 glaube ich. Das gefällt keinem, aber mir gefällt das, weil das genau meine Trinken ist. Ist dann aber auch, ist dann auch billig, ich glaube das hat 2,10 Euro gekostet und ja, da dachte ich ja super, habe ich gerade passend. Da sagte sie, nee, kein Bargeld. In Holland zahlst du ständig alles mit Karte. Da habe ich dann diese 2,10 Euro mit EC-Karte bezahlt. Das ist man ja von hier aus nicht unbedingt gewohnt, aber im Rest... Bei Karte kannst du noch froh sein, weil ich kann mich erinnern, jetzt wo du gerade Zwolle sagst, von denen habe ich noch so, glaube ich, so 10 so blöde Stadionmarken. Weißt du, diese Knipsdinger, die du mit denen dann so einzeln bezahlen musst. Okay. Diese Münzsysteme. Weil in manchen Stadien ist das wirklich so, da musst du dir vorher an so einem Automaten auch noch, der dann nur Scheine nimmt und dann den Fünfer generell nicht und den alten Zehner auch nicht, da musst du dann 20er da reinschmeißen, also 20 von diesen Dingern und so. So viel kannst du gar nicht essen und trinken. Okay. Und dann musst du mit diesen Teilen da bezahlen und das ist echt das schlimmste System, das es gibt. Das merke ich mir mal, falls ich mal nach Zwolle komme, dann frage ich dich vorher, ob du noch ein paar so Bons hast. Naja, da die wahrscheinlich inzwischen über 5 Jahre alt sind, wer weiß. Ja. Na gut. Okay, ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, sprechen wir mal ein bisschen über den SVW. Da gab es zwei Spiele. Gab es vor einer guten Woche ein Heimspiel gegen Unterhaching und am vergangenen Wochenende ein Auswärtsspiel in Würzburg. Ja, wer mag denn uns mal ganz kurz das Spiel gegen Unterhaching zusammenfassen? Micha, möchtest du?
Ja, gut, ich war der Einzige, der da war von uns, ne? Ja, von daher bist du jetzt prädestiniert, ja. Ja, da habe ich mich ja gut vorbereitet. Ja, wir wollen es auch nicht zu lange machen. Ja, genau. Ja, im Prinzip, das war so grob zusammengefasst das schlechteste Spiel, was ich seit längerer Zeit gesehen habe. Man hat da, ja, wir sind ja 1-0 in Führung gegangen. Recht früh schon, ne? Das war schon ein paar Minuten. Genau, da sah es am Anfang, war es noch okay. Also es war so ein, war ja dann ein schöner, über rechts kam Kieré, der dann auch schön ins lange Eck den zimmert, so von der Strafraumkante, würde ich grob sagen. Und der hatte kurz, also in der ersten Halbzeit auch noch eine ähnliche Chance, wo er auch wieder von der ähnlichen Position wieder schießt, aber den dann links am Pfosten vorbeisetzt. Von daher sah es am Anfang gut aus. Aber dann, sage ich mal, kam auch, also außer die beiden Chancen von Kieré, ist, glaube ich, nicht so viel passiert in der ersten Halbzeit auch. Das ist so mehr so dann dahin geplätschert. Ich glaube, Haching hatte ein, zwei kleinere Chancen. Gut, man hat halt geführt, aber es war jetzt nichts Dolles, sag ich mal. Oder habt ihr da irgendwie anders gesehen? Nee, ich hab's zwar im Stream verfolgt, aber nicht so intensiv, weil ich zwischendurch noch ein bisschen was anderes gemacht habe. Ja, auf jeden Fall war es dann halt so, dass es halt dann von unserer Seite nach der Pause halt eher, ja, am Anfang war es noch okay. Dann ist das aber so, dass dann ist der Kieré eben auch noch vom Platz geflogen mit einem, ich will jetzt nicht sagen Allerweltsfoul, aber ein Foul, für das man jetzt auf keinen Fall gelb sehen muss, aber der hatte halt schon gelb gesehen vorher, ist dann mit gelb-rot runtergeflogen. Und spätestens dann war es eben so, dass wir eigentlich gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte rauskamen. Es war aber auch schon vorher so, aus der zweiten Halbzeit war es sehr pomadig. Man hat mehr so das 1-0 verteidigt, kam nicht so richtig in die Gegenstöße, hat auch selbst nicht mehr viel fürs Spiel getan. Und klar, wenn du dann noch einer weniger bist, dann verschlimmert sich das natürlich noch. Und dann haben die Haringer sich zu, das 2-1 von Haching war auf jeden Fall rauskombiniert. Beim Ausgleich bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie der gefallen ist, aber ich meine auch da, also Haching hat sich einfach hat da recht geduldig auch gespielt und dann irgendwann halt auch immer die Lücke gefunden. Und ja, dann hast du da wieder ein Heimspiel verloren. Wir haben nur im Pokal im Heimspiel gewonnen, oder? Ja, genau. Und dann ist unentschieden gegen Braunschweig. Gefühlt sehe ich, ja. Aber nach 90 Minuten kein Spiel gewonnen zu Hause, ist natürlich schon stark. Mhm. Also es war halt dann gerade so die zweite Halbzeit. Also, mein, klar, wenn du früh führst und das dann auch verteidigst, ohne dass es groß gefährlich wird, von mir aus, zumal Haching ja jetzt auch wirklich gut gestartet ist. Aber du hast es dann halt aus der Hand gegeben, meiner Meinung nach, und hast dann auch völlig verdient verloren. Und das war halt das erste Mal jetzt für mich so, dass also Cottbus, sage ich, war irgendwie auch blöd gelaufen und auch Rostock. Aber Haching war einfach zu wenig und war jetzt nicht der Fußball, den man unter Rehm gewohnt ist. Und gerade in der Situation natürlich sehr, sehr kritisch zu sehen, das Ganze. War sicherlich auch nicht von Vorteil, dass Mrowca da kurzfristig ausgefallen ist. Ja, genau, das hat man schon auch gemerkt, fand ich, weil mit Lorch und Schönfeld im Zentrum, also das brauchst du nicht mehr machen. Hat er, glaube ich, auch nicht vor. Dann vor noch der Schmidt.
Also hast dieses Dreier-Mittelfeld mit Leuch, Schönfeld, Schmidt gehabt und das ist für dritte Liga, würde ich jetzt mal sagen, aktuell so nicht ausreichend. Und hast da, wie gesagt, der Wachs hinten links, haben wir ja schon auch thematisiert, immer mal so ein bisschen Unsicherheitsfaktor. Also du hast keinen, der richtig raussticht, der Schäffler, der anscheinend auch nicht richtig fit ist. Du hast wieder nur mit einer Spitze gespielt, also ich weiß nicht, dieses System ist im Pokal okay, aber in der Liga auch nicht passend. Gut, vielleicht hat er es auch gemacht, um ein bisschen stabiler zu stehen wieder. Haben in dem Spiel ja auch nur 2 Gegentore kassiert. Aber es ist schon interessant, ne? Wenn man so noch so zurückdenkt, für David Blacher war irgendwie keine Verwendung, obwohl der genauso eine Rolle spielt, wie es jetzt Schmidt schon ein paar Mal getan hat, ne? Also so als, genau, als hängende Spitze eigentlich. Und naja, gut. Kann jetzt jeder halten, von was er möchte. Okay. Sonst noch was zu dem Haring-Spiel? Ist noch irgendwas aufgefallen? Mir ist vor dem Spiel aufgefallen, also ich habe es ja dann auf Telekom Sport geguckt, was die für einen unsympathischen Trainer haben unter Haching. Also ich habe mich mit dem vorher, Klaus Schromm, wirklich beschäftigt. Aber also zumindest in dieser einen Szene, in diesem Interview, weiß gar nicht, wer das war, aber glaube ich auch, nee, es war nicht an der Zatta, es war eine andere Frau von Telekom Sport, die ihn halt interviewt hatte. Und die stellte eigentlich eine ganz sinnvolle Frage. Es war irgendwie so sinngemäß so, ja, sie haben jetzt im Vergleich zum letzten Spiel nur einen Tausch vorgenommen, das heißt, sie spielen auch im gleichen System wieder, oder? Und er hat halt gesagt, so, ja, nur ein Tausch, aber das System ist schon ein anderes, blablabla, hat es dann halt so ausgeführt und endete dann mit, aber Frauen haben ja immer recht. Okay. Hey, du Arsch, was ist das für ein Typ, ja? Dummerweise hat die Frau dann auch blöd reagiert, die hat dann so, ja, genau, das wollte ich hören. Ja. Auch das ist das Blödeste ist, was du dann sagen kannst, ja? Also, okay. Das war dann, also, das hätte sich auch klicken können, dann, ja, auch noch 3 Punkte mitnehmen, so, danke, nein, weißt du, also, das ist ja ein Spruch, den Spruch bringt der ja nicht, wenn da irgendwie ein Typ steht. Ja, vor allem, vor allem die Frage war völlig legitim. Die hat ja keinen Mist gefragt oder so. Das war schlau gefragt. Also wenn ich mir angucke, was Sky immer so fragt, dann machen das bei Telekom zumindest die Field-Reporter ganz gut, muss ich sagen. Okay. Gut, das passt ja dann in dein allgemeines Bild von... genau, ja. Ist gut. Okay, dann haken wir das ab und gehen gleich direkt zum nächsten traurigen Ergebnis, nämlich dem Auswärtsspiel in Würzburg. Ihr habt es beide jetzt im Fernsehen geschaut oder im Stream. Davon habe ich nämlich jetzt fast nichts mitbekommen, da müsst ihr mir jetzt aushelfen. Ich habe jetzt nur eine Zusammenfassung gesehen. Ich habe es geguckt, ja. Ja. Ich leider auch. Du auch, ja. So wie ich es mitbekommen habe, war die erste Halbzeit eigentlich ganz gut. Ich hatte nur zwischendurch mal kurz reingeschaltet, das war gerade so nach einer guten Viertelstunde und sah dann kurz danach Modica irgendwie heranrauschen. Der Ball war schon ewig weg, als er dann auf seinem Gegenspieler umsetzt. Also das war, weiß nicht, wie auf die Idee kam, da irgendwie einen Ball zu grätschen. Genau. Vielleicht doch noch kurz zu Haching. Zu der Niederlage natürlich noch hinzukam, war die Verletzung von Kuhn. Oh ja, stimmt. Der hat sich ja gegen Haching an der Schulter verletzt. Was noch ganz interessant war, weil das war dann vor der Nordwand und der lag dann da und wurde behandelt und dann haben sie auch schon die Einwechslung klar gemacht und dann irgendwann siehst du dann Kolke, wie er da so da irgendwie so immer mal guckt und dann so wild gestikulieren mit dem Finger, also so wegen, nee, der kann noch, der kommt nochmal. Das war kurz vor der Pause. Das war direkt vor der Pause, ja. War das nicht sogar schon durchgesagt, der Wechsel? Ja. Ja, sie standen schon bereit und hatten auch schon die Tafel da bereit und wollten wechseln. Und der Kolke dann immer so, Welt, gehst du? Nee, der geht. Ich meine, Desi hätte es auch schon tatsächlich schon angesagt gehabt. Und auf jeden Fall haben sie es dann nochmal gelassen. Kuhn kam nochmal rein, aber in der Pause wurde er dann doch ausgewechselt. Ja, und die sich jetzt... war ja dann auch nur eine Schulter-Ecke-Längs-Sprengung. Genau, ja. Da kann man schon mal auf die Zähne beißen. Herr Kolke hätte sich dann nicht auswechseln lassen. Genau, das wiederum hat dann dazu geführt, dass
Modica in die Startelf gegen Würzburg rotiert ist und Mockenhaupt Außenverteidiger spielen durfte. Und gut, Morovce war wieder fit. Deshalb. Kire war raus. Genau, der war gesperrt. Für Morovce ist dann Lorch raus. Also Lorch war komplett raus. Mhm. Schmidt war auch raus. Und Kire war raus, genau, der war ja gesperrt. Und so das, dann hast du dann irgendwie Schwadorf. Und Scheffler war raus. Ja, genau, da hast du dann praktisch Schwadorf auf links für Kire, oder auf außen für Kire und Morovce für Lorch und Mockenhaupt für Kuhn und oder Modica für Mockenhaupt, Mockenhaupt Kuhn und im Sturm aber dann wieder zwei Stürmer, aber halt kein Scheffler. Also genau, da durfte. Guder und Brandstätter, die ja vorher beide, also Guder war ja selten im Kader gewesen auch. Am Anfang zumindest nicht. Ich glaube am Ende. Ich glaube, auf der Bank saß er schon öfter, ja. Ja, am Anfang war er nicht im Kader, dann jetzt saß er auf der Bank und dann hat er da von Anfang an gespielt und Scheffler eben auf der Bank. Und das war aber dann dafür, dass es wieder so viele Wechsel gab. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding war, wir müssten jetzt mal hier reagieren und keine Ahnung. Dafür sah es am Anfang tatsächlich ganz gut aus. Ja gut, fand ich auch. Jetzt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Würzburg ja zwei Spiele gewonnen hatte davor. Also genau. Die hatten ja eigentlich gerade einen ganz guten Lauf. Ja, genau. Aber das ist im Prinzip angesprochenen Grätscheln. Genau. Diese Grätsche, der Freistoß daraus, der daraus resultierte, den zirkeln sie dann schön rein. Ich bin ja so bei der Distanz, das waren ja, würde ich schon sagen, so über 20 Meter, 25 Meter wahrscheinlich so in der Größenordnung. Da bin ich ja immer so geneigt zu sagen, so als Torwart bei der Entfernung, aber er war schon tatsächlich ganz gut geschossen, so über die Mauer hinweg. Ja. Also zum einen war es halt so, dass die Modica-Grätsche, da war halt einfach auch ein Schritt zu spät. Ja, aber deutlich zu spät. Also. Ja, ja. Hey, und weißt du, der Spieler läuft ja nicht mal richtig aufs Tor, der dreht ja gerade so ein Stück Richtung Außen. Ja, ja. Kommt ja auch noch dazu. Der hat einfach ein schlechtes Timing, was das angeht, das war absolut unnötig. In der Situation, dass dann natürlich das Ding da, ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, dass viele Tore gegen Ende und auch Freistoßtore fallen. Das hatten wir jetzt in beiden Spielen gerade auch wieder. Allerdings gegen uns. Ja. Mhm. Ja. Und, ja. Man hat auch danach eigentlich gut reagiert. Und ja, der René Guder war auch zwei, also einmal hat er wurde der Pass so in die Lücke gesteckt und er hat dann auch relativ schnell abgeschlossen, recht platziert, allerdings halt neben den Pfosten. Und einmal hat er so ein bisschen, ja, so am Ball vorbeigelaufen oder weiß ich nicht. Also er war schon ins Spiel eingebunden, aber einmal war er noch seitlich, glaube ich, da hat er dann aber auch, da habe ich mir nur so gedacht, wenn die Dinger jetzt Scheffler gehabt hätte, so, klar, kannst du jetzt nicht so sagen, aber der hatte nochmal eine andere Qualität und das ist halt einfach so das, was dir dann fehlt momentan. So sah wirklich ganz gut aus dann in der ersten Halbzeit und haben sie ja auch noch den Ausgleich sich erkämpft, kann man sagen. Mhm. Direkt vor der Pause, vor der Nachspielzeit. Irgendwie nach dem Freistoß von Minzel und der fliegt erst so oder wird erst abgewehrt und Reddemann bringt ihn nochmal rein. Genau, der ist zu weit. Reddemann nimmt ihn dann mehr oder weniger aus der Luft, so mit der Innenseite, platziert auf war das Schönfeld? Nee. Ich glaube, Guder war da tatsächlich dran irgendwie und von dem prallt er. Guder, genau. Guder auf die Brust und dann irgendwie so Brandstätter aus der Drehung mit der Fußspitze irgendwie so am Torwart vorbei und da saß eigentlich, fand ich mich gefreut und sah dann eigentlich ganz, da war ich eigentlich positiv gestimmt für die zweite Halbzeit. Mhm. Aber die war da nichts mehr. Nee. Also es wurde halt auch da irgendwie so, am Anfang war es noch okay, aber irgendwie war es dann auch wie Haching. Also die zweite Halbzeit, es wurde irgendwie immer weniger. Und diesmal hattest du keinen Mann weniger, also war es der 11 gegen 11. Und dann haben die Kickers aber da mehr Druck gemacht. Und ja, die Tore haben sich dann so ein bisschen angebahnt. Also es hat sich nicht angebahnt, aber es war dann irgendwie schon eine
logische Konsequenz, auch wenn das 2-1 natürlich auch wieder so eine Gurke war. Ja, ist ein bisschen unglücklich da gelaufen, irgendwie, wo, ich glaube, Mrovca geht da noch irgendwie rein und oder fälscht den Ball da irgendwie ab oder sowas, der geht dann in die Latte und dann kriegt er den Abpraller dann halt einen Würzburger. Ja, ich meine, der geht natürlich in den Strafraum rein, was natürlich erstmal, machst du schon mal was falsch, wenn das soweit ist, und dann wird aber genau der Pass oder die wird so unglücklich abgefälscht, dass er im hohen Bogen über Kolke fliegt und dem einen vor die Füße nur noch reinschieben muss. Also hast du gerade Kölke gesagt? So stand dann nämlich auch mal wieder in der OneFootball-App drin. Spiel ist Markus Kölke. Die mache ich auch nebenbei noch, ja. Okay. Damit es nicht so auffällt, machst du die Fehler bei wen rein, das ist gut. Ja, also gut, und dann versuchst du es nochmal und wirst halt nochmal ausgekontert, so mehr oder weniger, ne? Ja, so, jetzt haben wir schon zwei Spiele, wo wir spät die Niederlage fangen, wo es vorher eigentlich ganz gut aussah. Also irgendwie so dieser Spirit ist ein bisschen davon geflogen jetzt. Würzburg fand ich das eklatanter, ehrlich gesagt, weil gegen Haching, das war noch so ein bisschen verständlich. Ich meine, da war ja der klare Break dann im Spiel, weil dieser Platzverweis, der ja keiner war. Und dann bist du in Unterzahl und dann werden die anderen stärker und so. Das war noch ein bisschen zu verstehen, auch wenn es ärgerlich war. Aber in Würzburg, da hatte man das Gefühl, so, wir bauen da jetzt gerade minütlich ab und die anderen machen immer mehr Druck. Und es war dann wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis da ein Tor fällt. Das also war mein Eindruck. Deswegen hat mich das in Würzburg mehr schockiert als gegen Haching. Ja. Aber was ich auch vergessen habe, dass Minzel ja auch mal wieder gespielt hat. Für Wachs. Aber ja, ich weiß nicht, ich fand Haching schon schlimm, als ich es gesehen habe, aber klar, im Stadion hat man immer noch mal eine andere, so ein bisschen emotionalere Sicht der Dinge. Es war vom Verlauf her einfach logischer, fand ich, und auch so ein bisschen logischer zu erklären, dass das Spiel an sich kacke war, dass da die Zweikampfführung scheiße war und so, das schon, aber jetzt so vom Verlauf her, fand ich. Du hast geführt, hast dann das verteidigt, hast nicht viel zugelassen, dann fliegt einer vom Platz und irgendwann ging es nicht mehr, genau. Und in Würzburg hast du halt, es war aber ähnlich. Da stand es halt unentschieden und trotzdem hast du nachgelassen. Also im Prinzip war das zu Hause, das 1-0 ja gut und auswärts ein Punkt ist auch okay. Ja. Aber weil unter Rehm war es ja bislang auch immer so, dass sie gegen Ende nochmal zugelegt haben. Also sprich, sie hatten mehr Körner als der Gegner und haben dann am Ende eben noch den Ausgleich gemacht oder noch einen Sieg gemacht. Und jetzt ist halt so, dass der Gegner macht. Zumindest jetzt die letzten Spiele. Genau, das war, darauf wollte ich gerade hinaus. Also vorher hatten wir es ja auch noch so, dass wir gerade gegen Braunschweig zum Beispiel dann noch diese Aufholjagd und ja. So. Also da dachte man, okay, das ist dieser Spirit, den wir auch schon aus dem letzten Jahr kennen, der fehlt gerade ein bisschen. Oder sind irgendwie, weiß nicht, auch weiß nicht, wahrscheinlich, gut, kommt natürlich das Mentale jetzt natürlich dann dazu, ne? Wenn du jetzt schon so eine Negativserie hast, dann ist vielleicht dann auch schwieriger, sich dann nochmal so die letzten Prozente dann rauszukitzeln am Schluss, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt schon komplett aufgeben will. Also wenn du überlegst, die Verlängerung gegen St. Pauli, ja, das war auch ziemlich stark noch. Leider ist diese Pokaleuphorie, die hat ja jetzt echt gefehlt, die haben die ja nicht mitgenommen in diese Spiele. Genau. Ich hoffe echt, dass wir das noch nicht ganz begraben können, dass man sagt so, okay, es ist jetzt kurz vor Schluss, aber vielleicht geht da noch was. Weil es halt ja, mal zwei Spiele echt scheiße war, ja. Ja, genau, du hast ja in Aalen hast ja gekämpft und den Rückstand gedreht. Du hast gegen Rostock zumindest wieder ausgeglichen. Gut, war dann am Ende unglücklich, aber du hast da auch gegen Cottbus hast du dich gegen die Niederlage gestemmt. Und es war im Prinzip bis zu Pauli vom Kämpferischen und von der Einstellung eigentlich alles in Ordnung. Und dann hast du diesen Pokalerfolg. Und klar ist dann scheiße, weil zum nächsten Heimspiel kommen nur 1800 Zuschauer. Aber das allein kann es ja jetzt auch nicht sein. Und also, ja, also nicht nur, dass es ist halt komisch, weil diese ganzen Nebengeräusche, die da eben produziert werden, wo wir ja noch drauf kommen, da macht man sich dann halt natürlich schon eher Gedanken, wenn man dann halt eben noch diese Leistung dazu sieht. Das ist jetzt nicht so, dass sie am Anfang hast du halt auch teilweise unglücklich verloren oder wegen Abwehrfehlern halt individueller Art. Und das war aber jetzt halt so zwei geschlossene Mannschaftsniederlagen. Mhm. Ja, Haching vielleicht noch mit dem Platzverweis, der ein bisschen problematisch ist, aber auch das haben wir ja früher mal verteidigt.
mit 10 Mann oder haben noch den Konter gesetzt mit unseren Leuten. Ja, und da ging also, jetzt kein einziger Konter mehr über die Mittellinie, so ungefähr. Genau. Ja. Gut. Wollen wir mal einen Blick auf die Tabelle wagen? Oder wollt ihr noch was zum Spiel? Nee, okay. Dann schauen wir da drauf. Wir verharren seit Wochen mit 4 Punkten und sind jetzt da mittlerweile auf Platz 18 abgerutscht. Was vor allem erschreckend ist, ist die Anzahl von 14 Gegentoren. Da sind wir die schlechteste Mannschaft der Liga. Mit mehr als 2 Gegentoren im Schnitt, das ist schon richtig schlecht. Muss man schon mal sagen. Also von den Abstiegsteams haben wir mit Abstand am meisten Tore geschossen, aber ja. Ja, gut, wenn man das Positive rausziehen möchte, ja. Klar. Ich meine, man sieht auch jetzt hochgehandelte Teams wie jetzt Braunschweig und Kaiserslautern, die hängen auch unten drin. Braunschweig hat noch gar nicht gewonnen, Kaiserslautern erst einmal am ersten Spieltag, so wie wir. Karlsruhe auch erst ein Spiel gewonnen, haben halt schon 4 unentschieden, aber ja, Cottbus nach den 2 Startsiegen seitdem auch nicht mehr. Also es aber gut, andere sind dann dafür, dass ich wie Uerdingen und 60 als Aufsteiger, die sind beide momentan oben mit dabei. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wir sind jetzt eigentlich Asbach gegen Aalen. Reiter zu erwähnen. Und Haring, ja, natürlich. Genau, ja. Heute hat der Vollmann-Bot volle Punkte. Oh ja, richtig, genau. Gab's ja nochmal. Das noch. Zu allem Unglück, ja. Ja, also, ich sag mal, man ist sozusagen in guter Gesellschaft. Oder wenn wir an Karlsruhe von letztem Jahr denken, die hatten auch, weiß nicht, ich glaube 4 oder 5 Punkte nur nach 6 Spielen, bis die dann den Trainer rausgeschmissen haben und dann ging es bei denen aufwärts. So weit möchte ich bei uns jetzt nicht gehen. Also, ich glaube, da gibt es einige Vereine, die da gerade ähnlich drin hängen wie wir. Ja, genau, das hilft uns bloß natürlich nichts. Ne? Ja, ja. Ja, das Problem ist ja nur, dass es bei Lautern und Braunschweig für mich noch nicht mal so überraschend ist. Also natürlich in der Konsequenz oder jetzt in der Form schon ein bisschen, aber das sind halt, die müssen sich erst an die dritte Liga gewöhnen und Braunschweig hatte jetzt, keine Ahnung, 3 Wochen vor Saisonbeginn noch keine Mannschaft. Ja, bei Kaiserslautern ja ähnlich. Die haben auch viele, viele Zugänge und Abgänge gehabt. Also das, ich meine, die fangen im Prinzip da auch mit einem fast komplett neuen Team an und Braunschweig ja, erst recht. Eine längere Vorbereitungszeit gemeinsam und konnten sich eben auch länger darauf einstellen. Okay. Bei Karlsruhe ist es überraschend, weil da hat sich ja eigentlich, gut, die hatten ein paar, gerade der Goalgetter vorne ist ja, war ja die Leihe beendet, aber da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das so auswirkt. Ja, aber das dann wirklich, also wenn wir die Tabelle jetzt drehen würde, wäre jetzt außer Lotte eigentlich keiner, der jetzt da groß überraschen würde. Ja, Meppen dann wäre auch noch. Ja, klar. Aber was du ja, sagst ja, bei... Das Problem doch gelöst, Tabelle drehen, fertig. Aber die richtigen steigen auf, die richtigen steigen ab. So. Was du sagst bei Karlsruhe, das ist bei uns ja eigentlich auch. Ne? Wir dachten ja auch einigermaßen die Stammtruppe beisammen gehalten und einigermaßen genau. Eingespielt. Und da müssten wir eigentlich von Anfang an so halbwegs ins Rollen kommen. Aber es ist leider halt nicht der Fall. Ja, wobei sich Karlsruhe ja noch eher treu bleibt. Die haben jetzt ein Torverhältnis von 5-6. Ja. Ich glaube, viel, viel weniger kannst du auch nicht. Doch, ich sehe gerade, Lautern hat 4-6. Aber das sind ja wirklich so, also Karlsruhe bleibt bei diesem minimalistischen Stil, nur dass eben der Goalgetter vorne fehlt. Der, wie hieß der da, der? Der von Freiburg da, ne? Von Freiburg hatten die den ausgeliehen, ja, der. Ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht, egal. Aber gut, egal, auf jeden Fall, also ich sehe jetzt bei uns tatsächlich die größte Diskrepanz im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn man jetzt mal Ab- und Aufsteiger wegnimmt. Ja, da ist halt jetzt, ich meine, jetzt haben sie 2 Wochen bis zum nächsten Ligaspiel. Ich denke mal, den wird man intensiv daran nutzen, dass man halt die defensive Abstimmung, und das fängt natürlich ganz vorne an, aber dann vor allem bis auch im Mittelfeld. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also um den Satz zu Ende zu bringen, dass man daran intensiv arbeiten wird, weil ich meine, wenn du jedes Spiel 2 oder 3 Gegentore kriegst, dann ist klar, dass du nicht gewinnst. Also da braucht man jetzt nicht viel Fußball für wissen.
Ich habe so ein bisschen... Da muss man nur ein paar Brøndby-Spiele für gesehen haben, da kennt man das. Ja gut, bei denen waren es jetzt 4 und 5, haben wir gelernt. Ja, es geht immer schlimmer. Ja. Wir jammern hier auf sehr hohem Niveau. Ja. Welchen Platz steht Brøndby in der Liga? Oh, die dürften jetzt irgendwie so Vierter sein oder so, Dritter, Vierter. Mhm. Ja gut, ich meine, die haben halt jetzt auch... Du hast halt, da hast ja dann 3 Lieblingsvereine und die da, die haben halt alle die Angst vor der Dreifachbelastung, ne? Ist halt so. Ach so. Ja. Muss jetzt lange drüber nachdenken. Ich musste jetzt auch erst gerade mal kombinieren, wo du darauf hinaus willst, aber Sonjas Lieblingsteams, ja. Mhm. Ja, genau. Das heißt, wir werden dann auch bald aus dem Hessen-Pokal rausfliegen. Könnte sein. Oder aus dem DFB-Pokal. Eins von beiden. Ja. Das ist eine schöne Überleitung. Noch ein bisschen. Schöne Überleitung zu den nächsten Spielen. Aber ich würde gerne Katz noch einen Gedanken noch aufmachen mit der mangelnden Defensivstärke. Mir kommt es ja vor, als wären wir da so prinzipiell ein bisschen offensiver aufgestellt als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir meistens Mrovca und Andrich als zentrale Mittelfeldspieler. Das war so die Stammbesetzung. Und Andrich ist ja auch sehr, sehr kampfstark und hat ja auch viel, viel abgeräumt. Und jetzt haben wir halt mit Mrovca, wenn er denn spielt, und Schönfeld dann doch eher ein bisschen eine klarere Aufteilung zwischen dem defensiveren und einem offensiveren Spieler. Vielleicht fehlt uns da einfach im Zentrum noch ein bisschen Kampfkraft. Seht ihr das ähnlich oder liege ich da verkehrt? Ist das vielleicht zu einfach? Ich würde es jetzt nicht auf die offensivere Ausrichtung schieben, aber tatsächlich auf mangelnde Kampfkraft, ja. Also gerade so bei Schönfeld habe ich so den Eindruck, der ist schon so ein bisschen so eher der geht vorne auch mal, streichelt mal den Ball, geht noch mal in Tripling mehr als nötig und solche Sachen, ne? Also ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass du mit, ich meine, Mrovca ist der gleiche, mehr oder weniger, aber ein Schönfeld ist ein Qualitätsverlust gegenüber Andrich, muss man klar sagen. Insgesamt, aber auch vor allem eben, was so die Zweikampfführung angeht. Und dann hast du mit dem Schmidt einen, wenn der spielt, der ist nicht so laufstark wie ein Brandstätter, wenn der spielt. Ein Brandstätter, was der Kilometer abspult, der ist zwar nominell ein Stürmer und dann spielst du mit 2 Stürmern, aber Schäffler und Brandstätter, was die laufen während einem Spiel defensiv, ich müsste mal bei Schmidt vielleicht stärker drauf achten. Und auch ein Andrist ist halt so einer, ja, wenn es nicht läuft, dann läuft der halt vielleicht auch mal ein paar Meter weniger so, ne? Gefühlt zumindest, ohne dass ich es jetzt belegen kann. Es wirkt zumindest so, aber, ja. Ja, genau, so von der Körpersprache. Und irgendwie, ja, dann hast du halt einen Modica, der vielleicht ein bisschen zu langsam ist, einen Mockenhaupt, der eine unglückliche Saison spielt. Und dann hast du einfach zu viel. Und von daher finde ich es auch gut, dass er Lorch aus dem Zentrum rausgenommen hat, weil der, damit hast du jetzt auch nicht das Gefühl, dass der dir groß weiterhilft, ja. Also irgendwie, ja, also die Verstärkung im zentralen Mittelfeld fehlt und auch, ja, also der Einsatz beziehungsweise die defensive Stabilität ist ja auch immer stark abhängig vom defensiven Mittelfeld oder vom zentralen Mittelfeld und da haben wir das größte Problem momentan. Da fehlt die Balance, da fehlt das Umschalten, da fehlen die Ballgewinne und Ja. Ja, spannend, ne? Ich meine, was könnte man ansonsten tun? Man kann natürlich eine ganz defensive Variante mit Mrovca und Darms zum Beispiel wählen, aber dann fehlt dir wahrscheinlich dann wieder das Moment, wieder den oder die Fähigkeit, den Ball vernünftig nach vorne zu spielen. Ne? Ich meine, Mrovca kann das auch teilweise, aber ja. Also du kannst, wenn du mit Brandstätter und Schäffler vorne spielst und mit Kiri auf außen, dazu ein Andrist, wenn du dann Mrovca und Darms als Doppel-6 hast, dann machst du natürlich, dann hast du nicht viel, was den Spielaufbau angeht, aber wenn du da dafür defensiv gut stehst, ja, und auch bei Standards nicht pennst, dann wirst du automatisch Konter kriegen, je nachdem, gegen wen du halt spielst, ja. Aber ich würde das erstmal, wenn Darms hat es jetzt auch wieder so ein bisschen in den Kader geschafft. Vielleicht nutzt er die Zeit jetzt.
Also ich würde das jetzt auch gar nicht so schlecht sehen erstmal, weil gerade wenn du die Gegentore hast, wäre das eine sinnvolle Maßnahme. Und natürlich so von außen gesprochen, ne? Das ja, aber das wäre eine interessante Parallele zu der Situation von vor, wie lange ist es her, 1,5 Jahre, als Rehm damals übernommen hat. Da standen wir ungefähr auf dem gleichen Platz wie jetzt. Und da war auch Dams so ein bisschen der Stabilisator, der so damals noch unter dem Spiel, dem einen Spiel unter Hock, da reingebracht wurde. Und das hat Rehme erstmal so übernommen und da hat er dann auch ja, viel stabilisiert und erstmal dafür gesorgt, dass nicht mehr so viele Gegentore fallen. Vielleicht wäre das jetzt wieder die richtige Maßnahme. Dann haben wir den richtigen Trainer und das richtige Personal für die aktuelle Situation. Ja, hoffentlich. Nicht, dass wir Thorsten Fröhling zurückholen müssen. Ich glaube, das macht hier keiner mehr. Das kannst du hier keinem mehr argumentativ erklären. Ey. Na gut. Dann. Wäre auch wieder lustig. Also ich meine, Peter Vollmann hat auch keinen Job gerade. Außer bei uns zu tippen jede Woche. Jetzt malen wir nicht den Teufel an die Wand. Er hat das angefangen. Ja, das stimmt. Ich bereue es auch schon. Okay. Dann schauen wir doch mal, was so in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Wie gesagt, Länderspielpause, aber dafür gibt es natürlich dann Ersatzbefriedigung. Und zwar gibt es jetzt ein Testspiel in dieser Woche am Donnerstag gegen den 1. FC Köln in der Britta Arena. Donnerstag 19 Uhr. Habt ihr das gehört? Ist da irgendwie für Dauerkartenbesitzer der Eintritt frei oder muss man da tatsächlich dann da irgendwie noch löhnen für den Kick? Ich glaube, man muss zahlen. Echt? Echt? Hm. Bin ich nicht sicher, ob ich hingehe. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht hingehe. Okay. Ich habe keine Zeit, also kann ich auch nicht hingehen. Okay. Dann werde ich mir das wahrscheinlich spontan am Donnerstag überlegen, ob ich Lust habe oder nicht. Gut. Dann. Ich weiß noch nicht, ob es so gut ist, in der Situation sich einen Gegner zu holen, der schon deutlich besser ist. Also der einem im Zweifel auch wieder ein paar einschenkt. Ja, wenn Simon Terodde spielt, dann klingelt's, ja. Aber gut. Naja, wir sind eine Drittligamannschaft, wir wissen nicht, ob der in der Drittliga funktioniert. Achso, stimmt, ja. In der zweiten hat er es zumindest bewiesen, ja. Naja, aber in der dritten? Was, was hat Simon Terodde in der dritten Liga schon geleistet? Dachte mir das mal. Was haben die Römer jemals für uns getan? Genau. Nee, also ich weiß nicht, ob das jetzt für Stabilität sorgt, wenn man da... Na gut, zumindest kann man gegen einen offensichtlich ganz gut in Form befindlichen Gegner mal probieren, wie man vielleicht mit einer defensiveren Taktik die eine Weile vom Tor weghält. Ne? Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch der Plan. Positive Ansatz. Ja. Die werden nicht mit der vollen Kapelle kommen, die Kölner, aber es ist egal, wir werden es sehen. Ja, Alter, wenn... Guck mal, wie die auf der Bank sitzen haben, ey. Da werden sicherlich, apropos Köln, das war glaube ich der einzige Name, den ich gestern in Groningen kannte, da spielt jetzt Tim Handwerker, der kam doch von Köln, meine ich, oder? Der ist glaube ich nur ausgeliehen von Köln. An Groningen? Ja. Achso, okay, das weiß ich nicht, ich habe den da nur gesehen und habe ich nur kurz nachgeguckt, ob das der ist, der vorher in Köln war, mehr habe ich da jetzt nicht recherchiert. Okay, egal. Da gab es damals ein paar schöne Witze bei der Verpflichtung. So, Köln hat Tim Handwerker verpflichtet, der wird heute zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr erwartet. So. Sehr gut, ja. Ja, okay. Weiter im Text. Nächste Woche Dienstag, dann geht's in den geliebten Hessen-Pokal, leider zu einem ungeliebten Auswärtsspiel nach Osthessen. Und zwar nach Eschwege. Zu dort ortsansässigen Spielvereinigung 07. Ich habe mir jetzt gerade nicht notiert, gegen wen die vorher gespielt haben, aber die sind jedenfalls in der Hessenliga, wenn ich mich nicht täusche. Regionalliga sind sie nicht, ne? Haben wir gegen die schon mal gespielt? Ich wollte gerade fragen. Kommt mir jetzt sehr unbekannt vor, der Name. Also nicht die letzten Jahre. Das, ich würde sagen, die letzten Jahre nicht, ne? Ja, möglicherweise eine Premiere, aber an einem Dienstagabend bis nach Eschwege, das wird auch schwierig. Ja, ich tippe, es gibt Verlängerung. Liebe Himmel. Wenn es in der Liga nicht läuft, dann ist Hessen-Pokal das Schlimmste, was kommen kann. Ja. Eigentlich. Und Lukas Schnellbacher macht dann das Tor. Ach nee. Redi Guder vielleicht.
Ja, René Guder ist der neue Schnellbacher. Gut, dann macht er das Siegtor. Ja. Die sind sogar nur in der Verbandsliga. Verbandsliga sogar nur, naja. Da haben wir eine Chance vielleicht. Danach wird es dann aber spannend, falls wir uns da durchsetzen jetzt in Eschwege. Dann könnte es nämlich dann im Viertelfinale, ist der wahrscheinliche Gegner Hessen-Kassel. Im Halbfinale könnten wir auf Kickers Offenbach treffen und falls wir es bis ins Finale schaffen, könnte da wieder der geliebte TSV Steinbach lauern. Also, ja. Wir schauen mal. Ah, hier, genau. Ich gucke, ich habe es gerade nachgeguckt. Eschwege hat gewonnen gegen deinen Lieblingsverein, gegen hier SG Festspielstadt, Schieß mich tot, Gedöns, nach Elfmeterschießen. Fulda. Ja. Nee, Festspielstadt ist doch hier Bad Hersfeld. Ach so, ja, das ist hier gar nicht ausgeschrieben. Hier steht nur SG Festspielstadt. Ja. Aber das passt hier gar nicht rein, dieses Fußball.de-Gedöns. Aber genau, das hatte ich mir hier auch mal notiert. Es gab die, Fulda war die SG Barockstadt. Ich weiß gar nicht, genau. Barockstadt, Fulda, Lehnitz. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt dazu gekommen ist oder ob das nur geplant war. Aber genau, als ich da mal so auf den Hessen-Pokal-Spielplan so geschaut habe, dann fiel mir nämlich auch die SG Festspielstadt / Spielvereinigung Bad Hersfeld auf. Passt, hat man so gekriegt. Genau. Da habe ich dann sogar mal ein bisschen zu recherchiert, weil den Namen fand ich auch so fantastisch. Und es gab wohl offensichtlich mal eine SG Hessen-Hersfeld. Das ist wohl die heutige SG Festspielstadt Bad Hersfeld. Und dann gibt es noch eine Spielvereinigung 1924 Bad Hersfeld und die spielen jetzt wieder zusammen als SG Festspielstadt / Spielvereinigung Bad Hersfeld. Also das ist ganz großartig. Aber 07 steht denn für 2007 oder was? Bei Eschwege? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt verrutscht, ja. Ja, genau. Okay. Aber dann sind wir ja wirklich ein Traditionsverein. Ja, wir jetzt schon sowieso. Ich meine, es gab jetzt zwar mal die Namensänderung von ursprünglich Wehen, dann Wehen Taunusstein und dann Wehen Wiesbaden, aber sind wir der gleiche Verein geblieben. Also es gab nie irgendwie so einen Zusammenschluss oder sonst irgendwie. Also von daher, das ist ja schon fast eine Ausnahme heutzutage. Ja, stimmt. Ich meine, auch große bekannte Vereine, also traditionelle Erstligisten und sowas, die sind ja alle in den Frühzeiten irgendwie mal ein bisschen rumfusioniert. Ja, und jetzt mal, wenn du dir überlegst, die möglichen Gegner, die waren ja alle mal pleite im letzten Jahr. Also von daher. Du hast dich jetzt, ja. Du bist jetzt gerade ein bisschen abgehackt. Ich hoffe, das war jetzt nur temporär. Ich habe auch nicht viel davon verstanden, aber ich bin dafür. Ja, ich sage nur, dass die nächsten Gegner, die potenziell mit Hessen, Kassel und Kickers Offenbach, die waren doch alle mal insolvent. Ja, okay, das ist eh klar. Die haben zwar jetzt den Vereinsnamen behalten, aber das ist doch auch ein Neustart. Also, ja, Hessen, Kassel, die hießen ja dann irgendwie zwischendurch auch mal. Die können mich mal. Irgendwie immer anders. Naja, egal. Ja, gut, also am nächsten Dienstag um. Ja, wenn wir schon dabei sind, Gunnar, dann musst du jetzt auch sagen, Stichwort Hessen-Pokal und Hessen-Mannschaften, was dir am Kader von Hessen 3 Eich aufgefallen ist. Das hatte ich mir eigentlich als Rausschmeißer für ganz zum Schluss aufgehoben. Das machen wir jetzt mal hier. Achtung, Cliffhanger, das kommt ja, jetzt genau. Ganz zum Schluss als Rausschmeißer. Okay. Nichts gesagt. Tut einfach überrascht, wenn es nachher kommt. Genau. Dann geht es dann in knapp 2 Wochen samstags mit einem Heimspiel gegen den SV Meppen in der Liga weiter. Ja, und da kann man schon sagen, das muss man gewinnen, damit man langsam mal wieder in die Spur kommt. Ja, die stehen einen Punkt vor uns. Mhm. Sollten wir mal gewinnen. Ja, und zu Hause muss eh endlich mal gewonnen werden. Das kann ja nicht so weitergehen. Aber gut. Ja, dann werden wir hoffentlich vielleicht mal wieder irgendwann aufnehmen. Ja, weiß ich noch nicht genau, wie es uns terminlich dann in Kram passt. Es geht jedenfalls danach dann weiter zum TSV 1860 nach München. Und dann steht auch schon eine englische Woche an, die brauchen wir jetzt mal nicht ausführen. Was noch spannend ist, Ende Oktober, da gibt es jetzt noch keinen ganz fixen Termin, entweder der 30. oder 31. Zweite Runde DFB-Pokal gegen den Hamburger SV. Wer hat sich das gewünscht? Ich. Sonja, ich glaube, ich hatte mir das ja auch gewünscht. Ich hatte mir dann bloß was anderes ausgesucht, weil es schon vergeben war. Aber das ist eigentlich ein sehr cooles Los, finde ich. Und Nico Schäfer hatte sich das auch gewünscht. Ja, Interview, glaube ich, am Wochenende davor.
Richtig, ja genau. Und Hock hat ja dann auch einigermaßen schlagfertig dann bei der Auslosung dann geantwortet, nachdem wir jetzt den ersten Hamburger Verein rausgekegelt haben. Probieren wir es mit dem nächsten gleich nochmal. Das hat er von uns? Ja, natürlich, woher denn sonst? Ah, ich hätte mich mehr gefreut, wenn Pierre-Michel Lazoga da nicht spielen würde. Vielleicht fällt er ja aus. Ich mein, einerseits ganz cool, ihn dann auch mal in der Britta Arena zu sehen. Ja, wenn das Spiel spät angesetzt wird, muss er vielleicht schon zu Hause sein. Wieso das denn? So. Ist der Herr bei Mami? Bei Kerstin. Mama Kerstin Lasogga. Ja. Ja. Oh, Kerstin Lasogga wird auch da sein dann. Bestimmt. Ich sehe schon, Micha versucht sich irgendwie ein VIP-Ticket. Ich überleg nur, wenn dann Mockenhaupt Lasogga decken soll, dann, oh, naja, gut. Wir werden sehen. Ja, sehen wir, wenn es soweit ist. Genau. Bis dahin ist noch eine Weile Zeit, da werden wir sicherlich noch ein, zwei Mal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall schöne Sache. Das Stadion wird sicherlich ausverkauft sein. Und wer weiß, Hamburg ist ja auch immer mal gut für einen Ausrutscher im Pokal. Vielleicht gibt es ja nochmal eine kleine Chance auf eine weitere Überraschung. Und das wäre dann auch die Revanche für das Viertelfinal aus im Jahre, wann war es? 2009, ne? Als wir so weit kamen. Ja. Ja, okay, so viel zu den anstehenden Partien. Jetzt müssen wir noch ein, zwei Sachen rund um den SVW diskutieren. Vor allem natürlich zuerst mal SR18. Steven Ruprecht hat uns verlassen. Scheinbar nicht ganz freiwillig, aber es wurde ihm wohl nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen, und er ist zu Fortuna Köln gewechselt. Sonja, was halten wir denn davon? Haben wir, glaube ich, alles in der letzten Folge schon gesagt, oder? Haben wir schon besprochen, ne? Also, es hat sich ja da jetzt nichts wirklich Neues ergeben. Also, wir haben damit gerechnet, dass er wahrscheinlich noch geht, wenn er irgendwas findet, und das ist passiert. Mhm. Ich fand relativ auffällig, dass es von beiden Seiten sehr sanft kommuniziert wurde. Das stimmt. Also auch vorher. Also ich meine, wir sind uns relativ sicher, dass da gegen Ende der letzten Saison was vorgefallen ist. Wir haben Gerüchte gehört. Wir sehen auch keine sportlichen Gründe deswegen. Nee, also jetzt war ja so die offizielle Aussage jetzt zuletzt von Rehm. Die anderen sind halt ein kleines bisschen vorn dran momentan, so bla bla. Aber es klingt für mich halt alles sehr danach, als ist was vorgefallen. Aber es ist offensichtlich nicht so schlimm, oder man möchte sich aus irgendeinem Grund nicht die Blöße geben oder sowas, dass man sagt, ups, da ist irgendwas jetzt, so wie damals bei wie hießen sie, Kovac und Niako und wer war der dritte? Der türkische Verteidiger da. Ja, genau. Schon wieder vergessen, wie er hieß. Ist egal. Jedenfalls die drei, die ja dann aussortiert wurden. Yeginulu oder sowas, ne? Ja, der Außenverteidiger. Yeginulu, ja. Ja, genau. Da hat man ja klar gesagt, so von wegen hier, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, Disziplinlosigkeit oder was auch immer da die Ansage war, und die können gehen. So, das war jetzt hier nicht der Fall. Also, aber also, dass es sportlich jetzt nicht mehr reicht und man auch nicht sieht, dass er vielleicht jetzt, keine Ahnung, in ein paar Wochen wieder wichtig wäre, das kann mir ja keiner erzählen. Also, zumal der Modica über den Platz laufen sieht, der weiß, dass Ruprecht auf keinen Fall schlechter ist. So. Und damit ist das Weil eigentlich. Weil jetzt wirklich mal jeder eine Chance bekommen hat in der Innenverteidigung, nur er nicht. Ja, ja, genau. Also. Und er hat ja dann auch, ich meine, er hat ja dann, während, als er noch da war, über seinen Social Media Kanal alle wissen lassen, dass er eben nicht verletzt ist. Genau, das war ja noch, nur die Woche vorher war das ja noch so das Gerücht oder die Ansage, so von genau. Wegen, er hat noch irgendwas. Und dann, jetzt hat er ja auch im Prinzip geschrieben, so nach dem Motto, er wollte nicht gehen. Und er hat das hier, fand die Zeit hier irgendwie sehr schön, und ja, jetzt ist es aber halt so, und er will halt noch spielen, und von daher muss er gehen, irgendwie so, ne? Und hat jetzt auch dem, wird glaube ich auch dem Verein nichts Negatives nachtragen, wie das ja andere Spieler durchaus gemacht haben, die dann eben extrem jubeln, wenn sie gegen uns treffen. Ja, aber es ist halt einfach, ich meine, ich würde tendenziell dem Spieler den größeren Vorwurf machen,
wenn der sich in die Lage, in so eine Situation begibt, dass er eben dann gar keine Rolle mehr spielt, weil dann muss er irgendeinen Mist gemacht haben, würde ich mal sagen, weil der Verein hat ja Interesse daran, dass die besten Spieler spielen. So. Und natürlich gibt aber auch der Verein kein gutes Bild, wenn man einen unumstrittenen Stammspieler auf diese Art und Weise verliert. Und ich meine, klar, du stehst jetzt hinten drin, der wechselt jetzt zu Köln, das ist jetzt auch in dem meiner Meinung nach kein Aufstieg, sportlich gesehen. Ja, dann hast du diese anderen Disziplinlosigkeiten und die dann aus dem Kader gestrichen worden sind. Ich meine, ja, weiß nicht, ob Rehm da jetzt Es ist so eine komische Art von Absägen, ne? Weil wenn du denkst, okay, der hat sich jetzt irgendwas Schlimmes geleistet, wenn der sich was richtig Schlimmes leistet, dann fliegt er sofort raus. Ja. Also in ja, meinem Verständnis. Genau. Das ist die, es halt. Also jetzt, wenn der jetzt irgendwie besoffen auf irgendeiner Feier die komplette U17 vermöbelt oder so, dann ist der ja sofort raus. Dann sagen die ja nicht so, jetzt bist du mal hier nicht mehr so im Kader. Also es ist ganz komisch. Es ist so schwer zu beurteilen, ja, für uns. Du hast halt dann, wie gesagt, die Sache mit Mrowca und Schwadorf, die zu spät zur Sitzung kommen und direkt aus dem Kader gestrichen werden für das eine Spiel. Du hast einen Ruprecht, der aus der Mannschaft fliegt, ja, mehr oder weniger, und du, kein Mensch weiß, warum so richtig. Also vielleicht ein paar Vereinsverantwortlichen. Dieses Mannschaftssitzung-Ding, hatten wir das hier überhaupt nochmal aufgeklärt, wie das war? Hatten wir, glaube ich, gesprochen, ja. Wir hatten ja lange darüber geredet, aber es ging ja dann wirklich darum, dass das irgendwie eine Stunde früher angesetzt war und die das verrafft hatten. Ja, ja, genau. Also ich finde es schon komisch so insgesamt. Ich fand es auch komisch, muss ich sagen, ja. Aber also die Erklärung fand ich dann besser als das, was rausgegeben war. Also ich finde, dass der Verein das alles sehr komisch kommuniziert. Ja. Komisch bis gar nicht. Ja, und das du ist hast so, halt hier... Das ist halt, das kannst du im Erfolgsfall, fragt dann keiner danach, aber halt, wenn du jetzt so da stehst wie jetzt... Ja. Das Problem ist halt, dass sie sich nicht wirklich erklären müssen, weil du... Ich meine, du siehst, gegen Haching kommen 1800 Fans, das heißt, es interessiert ja nicht wirklich jemand. Du hast keine Horden, die beim Training dabei sind, du hast keine... kritische Presse, oder du hast auch nicht mehrere, es gibt eigentlich nur den Kurier, der über den SVWW berichtet, du hast da auch keine Konkurrenz in dem Sinne, dass die sich irgendwie übertreffen müssen mit irgendwelchen Meldungen und... Der Kurier ist ja auch nicht jeden Tag da. Also. Ja, genau, das heißt, es ist alles, es schläft halt so vor sich hin, der Verein muss gar nicht so viel machen, was das angeht, und ja, das wäre halt manchmal auch besser, wenn sie da vielleicht ein bisschen mehr Druck hätten, sich dann, ich meine, man muss sich jetzt nicht jeden Furz öffentlich erklären, aber ja, so macht sich halt jeder seine Gedanken, und wenn es dann halt sportlich noch nicht läuft, dann ja, hast du nicht viel. Oder beziehungsweise dann nimmt das halt noch umso größere Ausmaße an, ja. Ja, und vielleicht war es, ja, weiß ich, manche Spieler verlieren irgendwann so ein bisschen die nötige Geschwindigkeit und so weiter, aber der Ruprecht ist halt verletzungsanfällig, klar, wenn er nie wirklich richtig in Form kommt, dann kann das dann auch sportliche Gründe sein, aber dann hätte man ihn nie komplett aus dem Kader gestrichen. Ja, vor allem letztes Jahr, da hat er im Prinzip sofort, sobald er wieder laufen konnte, hat er gleich gespielt. Also Ich, wie gesagt, ich habe so ein paar Gerüchte, angeblich aus tolle Quelle und so weiter. Ich kann es nicht beurteilen. Also ich habe Gerüchte gehört, die möchte ich aber jetzt hier nicht ausbreiten, weil, wie gesagt, ich habe da keinerlei Belege dazu. Aber so oder so wirft es kein gutes Licht auf die ganzen Verantwortlichen. Genau. Ja. Ja, haben wir noch mehr an der Stelle? Genau, es wurde wohl noch bis zum Schluss, also am Freitag war ja Transfer-Deadline, wurde wohl noch versucht, einen Spieler zu verpflichten. Angeblich war man sich wohl auch mit einem einig. Der abgebende Verein, bei dem er noch unter Vertrag war, wollte aber eine Ablösesumme sehen, die der SVW wohl nicht bereit war zu zahlen. So die Gerüchte. Ja, das heißt, man hat jetzt keinen mehr geholt, und ja, jetzt stand heute, glaube ich, in der Zeitung, man guckt mal, ob vielleicht von den vertragslosen Spielern, die kann man ja auch noch später noch verpflichten, ob da noch jemand dabei ist, aber gut, das kann ja wirklich dann nur noch Resterampe sein, also da hast du ja eigentlich keinen, der dich wirklich verstärkt normalerweise. Ich glaube, Kevin Pizzoni ist noch zu haben. Nee, der ist doch nach Griechenland gegangen. Der ist auch in Griechenland.
Ich habe irgendwo gelesen, der wäre noch zu haben. Oder entweder hat die dritte Liga 3 Online da Mist gebaut oder also, ich meine auch, der war ist in Griechenland, ja, haben wir auch gesagt, aber der war doch noch auf der Liste irgendwie. Also, ja, weiß nicht. Also das mit Griechenland hatte ich mal so gehört und auch vermeldet. Egal. Und ja, angeblich sollen im Winter 3 neue kommen. Schauen wir mal. Die Wintertransfers sind ja bei uns immer die besten. Die besten. Ja. Ja, gut. Dann habe ich hier immer noch das Thema Jugend, aber ich glaube, das verschieben wir nochmal. Das wird sonst schon wieder zu lange. Einen News haben wir noch. Beziehungsweise zwei. Heute haben sie geschrieben, dass NASPA weiterhin, also die Nassauer Sparkasse weiterhin sponsert oder für den Sponsoring-Vertrag verlängert. Da hieß es jetzt nur, wird verlängert. Als neulich Liche verlängert hat, da hieß es dann irgendwie, die Partnerschaft wird ausgebaut. Mhm. Und dann gab es gleich Freibier. Das war, glaube ich, schon davor. Ja, aber also, du musst es so sehen, Gunnar. Also vorher gab es ein 0,4er Bier für 3 Euro, jetzt gibt es ein 0,5er Bier für 3,50. Das heißt, das Bier ist um 0,1 Liter ausgebaut. Und damit hat sie es. Das ist der Ausbau der Partnerschaft. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine kostenlose Bustour in die Brauerei. Was weiß ich, was sie da noch. Brauereibesichtigung in Lich. Sehr schön. Super. Das könnten wir doch bei irgendeiner Hessen-Pokaltour eigentlich mal mitnehmen, oder? Das ist doch schön in Mittelhessen da, Lich bei Gießen. Ja. Ja. Wann haben wir denn mal, wir haben dort zu dritt noch nie eine schöne Hessen-Pokaltour gemacht. Jetzt tut nicht so. Nee, ich meinte den Verein, ja, aber das können wir auch machen, ne? Aber was soll ein Spieler, also hier 2 Stunden vor Anpfiff, genau. Aber ja, der Premium-Sponsor vom Hessen-Pokal. Wir hatten ja auch eine schöne Wette am Laufen, die ich ja schon gewonnen habe. Ja. Intern. Genau. Da haben wir gewettet, welche Nummer Steven Ruprecht bei Köln haben wird. Nachdem die 18 schon vergeben ist. Die 18 war vergeben. Gunnar hat, glaube ich, auf die 5 getippt. Genau, Sonja, weil die meinte, halt er frei war. Er schnappt sich trotzdem die 18. Und ich habe gedacht, der Deal da was aus. Getippt. Ja. Ja. Ja, ich habe auf die 28 getippt und er hat die 28. Das war für mich am naheliegendsten. Und hat er gespielt? Hat er nicht. Hat er nicht gespielt, aber er war im Kader. Er hat sich besser. Ja, auf der Bank auch. Ich habe gesehen. Ja, aber zurück nochmal hier. Wir drei und Hessen-Pokal-Tour mit Brauereibesichtigung wäre eigentlich perfekt, weil Sonja trinkt ja eh nicht. Die können ja dann fahren. Die kann fahren. Ja. Ich fahre aber keine stockbesoffene, ne? Ja, was heißt stockbesoffene? Ein bisschen halt. Nein. Also ich hab im Stadion noch nie gekotzt. So ja, da rufe ich mal meinen Freund aus Dänemark an. Die können das ändern. Ja. Da hol ich die Jungs aus Brindby. Okay. Ich habe jetzt super Verbindungen, da machst du nicht mehr so viel. Passend dazu nochmal einen kurzen Schwenk in die Rubrik Buntes. Wollen wir? Ja, das eine können wir schon erzählen. Ja, das darfst du, das ist dein Ding. Du hast es aber auch gesehen, weil ich dich darauf aufmerksam gemacht habe. Ja. Ärgerlicherweise kann man es nicht mehr nachgucken, weil es Instagram-Story war, aber Daniel Kroffi-Kiré hatte wohl neulich mal Hundesitting bei Manuel Schäffler und ist mit dessen Hund, glaube ich, erst draußen unterwegs gewesen und dann hat er drinnen mit ihm noch rumgemacht und hat den dann in seiner Instagram-Story voll gelabert ohne Ende. in so einer schönen Gossensprache immer irgendwie den Hund rumkommandiert, der eigentlich immer nur doof guckte und nicht das machte, was er sollte. Ne? Also habe ich das in Erinnerung. Er hat mir, glaube ich, auch zwischendurch gedroht zu verkaufen, wenn er nicht hört. Aber auch das hat der Hund irgendwie nur so mit so einem ratlosen Blick quittiert. Ja. Wen hatte Schäffler letzte Saison? War das nicht der auch der aussortierte? Niako, hat er nicht auch? Ja. Ich wollte gerade sagen, der hält sich da immer irgendein Spieler, der sich um den langweilig ist, der sich da mal bei ihm ein bisschen kümmern kann. Deswegen ja, aber heißt, ich glaube, da hat er jetzt einen, der nimmt das ernst. Da hat er jetzt ja nicht so viel gefallen von dem Hund. Moment. Entschuldigung. Ah ja.
Sommer ist rum, die Erkältungswelle. Ja, und ich habe die Stummschalttaste so schnell nicht gefunden. Ich muss mir jetzt die Nase zu wollen beim Niesen, dass mein Kopf explodiert. Ja, ist die Tastatur noch? Nee, ist nichts raus, alles nach innen. Also mein Fahrlehrer hat behauptet, das könnten nur Frauen, also sich Niesen unterdrücken. Quatsch. Ja, habe ich auch gesagt, Quatsch. Ich habe das damals im Deutschunterricht gelernt, wie man ein Niesen unterdrückt, weil ich hatte so eine Deutschlehrerin, die war richtig ätzend, die Frau fand ich ganz schlimm. Und die hat jeden, der laut genießt hat, gesagt, Hatschi, mein Schatzi. Und ich habe mir geschworen, der ihr Schatzi. Es sind mir jedes Mal fast die Augen aus dem Kopf geflogen, aber ich habe es geschafft und seitdem kann ich das. Aber okay. Gut, dass du das auch kannst, dass nicht nur ich diese Skills mir draufgepackt habe. Noch einmal zu Schäfflers Attitüden hier, dass er sich immer so einen Hundesitter bei Laune hält. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sein Instagram-Name auch Cheffe ist. Ne? Oder Cheffe 9 oder wie heißt er? Ja, genau. Das ist halt, ist halt schon so der Boss. Ne? Wollen wir da mal einen von uns einschleusen, vielleicht so, hier, brauchst du noch einen Hundesitter, dann sind wir ganz klar. Ja, also wenn ich so das Innere der Wohnung richtig gedeutet habe, sah mir das sowieso nach einem Wiesbadener Altbau aus. Also der wohnt wahrscheinlich dann in Wiesbaden, oder? Wisst ihr irgendwas? Gehe ich mal von aus, oder? Ja, viele wohnen ja auch irgendwo in Taunusstein oder so. Ja, das kann ich nicht. Wir schmuggeln da mal jemand rein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, leiten wir zum Höhepunkt des Abends ein. Und zwar war die Sonja in nicht geheimer Mission, aber sie hat sich auf die andere Rheinseite gewagt. Und drüben, was war es, nach dem Training oder was, in Mainz, hast du Daniel Brusinski interviewt. Genau. Genau, das hören wir uns jetzt mal an. Wir wünschen viel Vergnügen. Ich bin hier beim Mainz 05 im Mediencontainer und habe Daniel Brusinski bei mir. Hallo. Servus, hi. Du warst ja nur ein halbes Jahr bei uns in Wiesbaden. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit? Was ist da hängen geblieben? Ja, es war zwar eine kurze Zeit, aber trotzdem eine relativ schöne und erfolgreiche Zeit, also auch für mich speziell. War noch unter Gino Lettieri, war glaube ich Trainer. Und ein paar ältere Spieler wie Francis Kiyoyo, Masmanidis, Alf Minzels, wo er jetzt auch noch spielt in der Mannschaft. Ich glaube, das ist der letzte Verbliebene aus der Mannschaft damals. Und war eine schöne Zeit, eine erfolgreiche Zeit. Konnten die Saison leider nicht mehr im Aufstieg krönen damals, haben knapp den Relegationsplatz verpasst. Und gerade für mich speziell war es dann nochmal ein richtiger Wendepunkt in meiner Karriere und eine absolut tolle Zeit und für die ich absolut dankbar bin. Irgendeine spezielle Erinnerung? Also was mir sofort bei dieser Rückrunde im Kopf ist, ist so ein absurdes 3:3 in Stuttgart. Du, glaube ich, kurz vor Schluss uns per Elfmeter in Führung bringst und dann kassieren wir doch noch das Gegentor. Und natürlich, wie wir alle auf Platz 11 stehen in Bremen und es knapp nicht geschafft haben. Ja. Was kommt dir da zuerst in den Kopf? Ja, ich glaube dann eher Platz 11, wenn wir dann noch gewartet haben, was, glaube ich, im Dresden-Spiel passiert. Ich glaube, die haben in Offenbach oder so gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben unser Soll erfüllt gehabt. Ich glaube, in Offenbach war noch nicht Schluss. Ich glaube, aber Dresden hat 2:0 gewonnen oder so. Oder 2:1, ich weiß nicht mehr. Haben da auf den Ausrutscher gewartet und gehofft, aber es sollte leider nicht sein. Aber ich denke, wir haben vorher zu Hause gegen Erfurt haben wir verloren gehabt. Das war sehr bitter und auch in Stuttgart, wie man dann, ich glaube, wir haben 3:2 haben wir geführt und dann irgendwie in der Nachspielzeit macht der Shiplock, was glaube ich, macht er dann irgendwie in der 94. macht es 3:3, also war absolut wild und wir haben es leider in den Spieltagen vorher vermasselt, sonst wären wir, glaube ich, auf Platz 3 gewesen, wenn nicht sogar vielleicht direkt aufgestiegen, aber sollte irgendwie in diesem Jahr nicht sein. Bist du ja dann trotzdem aufgestiegen und in die zweite Liga gewechselt? Ja. Wir haben uns gefragt, gab es irgendwie so eine Vereinbarung, wärst du in Wiesbaden geblieben bei einem Aufstieg? Oh, das kann ich gar nicht so sagen, aber die Zeichen wären auf jeden Fall gut gestanden, dass ich geblieben wäre. Aber ich wollte unbedingt dann den nächsten Schritt machen. Ich habe gedacht, wenn ich nach Wiesbaden wechsle, dass wir es mit dem direkten Aufstieg schaffen, haben wir leider nicht geschafft. Und bin dann zum Glück doch noch irgendwie aufgestiegen mit dem Wechsel nach Duisburg. Aber ich hätte mir auch vorstellen können mit Wiesbaden in der zweiten Liga dann auf jeden Fall. Ja, aber fest ausgemacht war da nichts. Nein, das war nichts fest ausgemacht. Aber wie gesagt, wenn wir aufgestiegen wären, dann wäre ich wahrscheinlich geblieben.
Jetzt hast du ja gerade Alf Minzel schon angesprochen. Wir haben tatsächlich uns nochmal den Kader angeguckt, so in Vorbereitung auf das Gespräch auch. Und er ist wirklich der allerletzte, der noch da geblieben ist. Es war seine erste Saison in Wiesbaden. Und da schließt jetzt die Frage an, hast du noch Kontakte irgendwie nach Wiesbaden, auch wenn da nicht mehr wirklich Leute von damals dabei sind? Gar nicht mehr, also leider auch nicht mehr. Ich habe ab und zu, wenn ich einen Thorsten Konradi noch sehe, mit dem tue ich ab und zu noch ein paar Späßchen reißen, auch wie wir letztes Jahr in der Vorbereitung gegen Wiesbaden gespielt haben, freut man sich natürlich dann nochmal, wenn man altbekannte Gesichter sieht, auch wenn es nicht mehr so viele sind, aber freut sich dann auch, wenn man ins Stadion zurückgeht, dann kommen dann nochmal die Erinnerungen hoch und mit Thorsten Konradi auch ein Selfie gemacht, weil der hat jetzt auch einen Instagram-Account und startet mit Selfies. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das Selfie war nicht dabei, aber wenn er mal jetzt einen Instagram-Account hat, dann vielleicht werde ich ihn mal anschreiben und fragen, warum er damals mit mir kein Selfie gemacht hat. Können wir ja noch nachholen. Und gibt es noch einen Bezug irgendwie zur Stadt Wiesbaden? Also bist du irgendwie ab und zu noch mal drüben? Soweit ist es ja nicht. Das ein oder andere Mal bin ich noch drüben. Aber jetzt auch nicht so oft, weil ich muss auch sagen, früher habe ich nicht in Wiesbaden gewohnt, ich bin gependelt, damals von Karlsruhe nach Wiesbaden. Wir hatten da eine Fahrgemeinschaft mit Danko Boskovic und Marcel Zimmer. Ich bin immer die Strecke, ich glaube nach Frankenthal bin ich gefahren, da hat mich der Danko eingesammelt und dann von da aus haben wir ein Cello und Worms abgeholt und dann sind wir nach Wiesbaden hoch. Das war auch eine fiese Strecke, oder? So von der Länge her? Und ja, es waren knapp 160 Kilometer oder 140 Kilometer bis oben ins Trainingszentrum noch. Ist ja auch nochmal ein Stück. Und aber es war trotzdem auf jeden Fall eine lustige Zeit, auch immer diese Autofahrten, die hatten es auch immer in sich. Taylor war immer todmüde und ist dann immer gleich eingeschlafen, hat gesagt, lass mir meine Ruhe. Und Danko und ich, da haben da unsere Späßchen gemacht. Also war schon lustig. Wer hatte die Hoheit über die Musik? Ja, ganz klar der Chef, das war Danko. Er ist auch meistens gefahren und war der Älteste. Und da hatten wir zwei nichts zu sagen. Jetzt ist für uns natürlich auffällig, dass wir kennen dich jetzt noch als Offensivspieler eigentlich. Zumindest warst du das bei uns noch. Und jetzt bist du Abwehrspieler inzwischen. Wie kam das? War da eine Position frei oder hast du eigentlich schon immer lieber Abwehr gespielt? Also ich habe ja, als ich klein war, habe ich angefangen als Abwehrspieler, als Libero noch. Dann bin ich, je älter ich wurde, desto weiter bin ich nach vorne gerückt. Dann zu meiner A-Jugendzeit in Karlsruhe bin ich dann nochmal nach hinten gerückt. Und dann eigentlich im Seniorenbereich war ich durchweg eigentlich nur offensiv. Bis dann in Duisburg gab es dann irgendwie mal einen Engpass rechts hinten. Sind dann die zwei etatmäßigen Rechtsverteidiger dann ausgefallen. Und dann im Pokalspiel war es in Karlsruhe, auch noch zufällig in Karlsruhe, in meiner Heimat. Dann hat mich der Trainer gefragt, ob ich mir das zutraue, ob ich rechts hinten mal aushelfen könnte. Und anscheinend habe ich das dann so gut gemacht, dass er mich dann also fester eingeplant hat. Und seitdem bin ich eigentlich nur noch rechter Verteidiger oder linker Verteidiger. Und wenn Sandro Schwarz jetzt sagt, wir brauchen vorne wieder jemand? Ja, dann springe ich vorne ein, auch wenn ich es jetzt nicht mehr so gewohnt bin. Aber ich denke, für den einen oder anderen Flankenlauf wird es noch reichen. Und Stichwort Trainer, den kennen wir in Wiesbaden ja auch noch. Also wenn sich das jetzt nicht überschnitten hat, die Zeit. Aber vielleicht kannst du den mal ein bisschen charakterisieren, was das für ein Trainertyp ist. Ja, Sandro ist ein sehr emotionaler Trainer. Das kriegt man manchmal gar nicht so rüber, aber wenn du ihn da an der Seitenlinie erlebst, gerade ich, wenn ich dann auf der Seite spiele, ist er doch sehr, sehr, sehr explosiv und kommt sehr oft aus sich raus, ist auch ständig unzufrieden mit den Schiedsrichterleistungen. Das kriegt man dann auch noch mit. Also er ist immer kurz vom Tribüneverweis, jetzt auch wieder im Pokalspiel, aber sonst macht er super Arbeit auch mit den Jungen, kann gut mit jungen Spielern umgehen, hat da auch irgendwie das Fingerspitzengefühl, weil er auch schon selbst Spieler war, dann weiß er, wie die Spieler ticken und ich denke, ist ein sehr angenehmer Trainer. Die Beschreibung erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an Gino Lettieri, ehrlich gesagt, das Impulsive. Ja, Gino war nochmal ein Stück anders, der war sehr impulsiv, also wenn dem was gegen den Strich ging oder wenn er jemanden nicht leihen konnte, hat er es dem gleich gezeigt. Und zum Glück habe ich da nicht dazu gehört, also ich kam ganz gut mit ihm klar. Letzte Frage ist jetzt natürlich das Aktuelle, die Vertragsverlängerung heute hier in Mainz. Heißt das, dass du jetzt hier so auch Richtung Karriereende, dass du in Mainz planst? Ja, ich habe jetzt für zwei weitere Jahre unterschrieben, also für ein Jahr verlängert, also bis 2020. Ich glaube, wenn der Vertrag ausläuft, bin ich Ende 32. Und so wie ich meinen Körper kenne oder so wie er jetzt im Moment das Ganze verkraftet, kann ich mir vorstellen, dass ich noch bis 36 durchspiele. Also hätte ich wahrscheinlich noch 4 Jahre. Und mein Traum ist eigentlich dann nochmal eine andere Station mitzuerleben im Ausland. Also USA habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Das wäre nochmal schön, wenn ich da ein, zwei Jährchen
noch machen könnt. Aber wie gesagt, wenn ich mit 33, 34 immer noch fit bin und auf einem hohen Niveau spielen kann, warum nicht auch in Mainz? Da hätten wir auch ein Vorbild in Wiesbaden, vielleicht mal bei Alf nach. Ja, müssen wir bei Alf. Wie alt ist Alf mittlerweile? 37? Ich glaube, der altert auch nicht. Ja, ich glaube 36, 37, aber läuft immer noch wie ein 26, 25-Jähriger rum. Also vielleicht kann ich ihn mal in 3-4 Jahren kann ich noch mal fragen, wie er das so gemacht hat. 36. Ganz schnell gegoogelt, Herr Kollege. Alles klar, dann vielen Dank. Gerne. Und danke auch an Kieran für das Asyl hier in seinem Büro. Sehr gerne. Ja, das war das Interview mit Daniel Prosinski. Sehr schön, vielen Dank, Sonja. Gerne, gerne. War auch sehr nett, muss ich sagen. Ja, klang sehr sympathisch. Vor allem die Geschichte da mit der Fahrgemeinschaft von Karlsruhe jeden Tag hierher, das fand ich ja spannend. Klingt sich übel, ne? Ja, jeden Tag da die A5 hoch, liebe Himmel. Aber gut. Ja. Der Traum-Profi-Fußballer. Na gut, vor allem, wenn du weißt, du bist möglicherweise nur ein halbes Jahr da, dann ist es naheliegend, dass du jetzt nicht unbedingt deine Wohnung dann gleich suchst und sowas. Ja. Ja. Aber gut, ja, sehr schön. Finde ich gut, sollten wir öfter machen. Wir sollten auch mal wieder bei uns im Verein nachfragen. Ich hatte ja auch vor geraumer Zeit mal schriftlich nach einem Interview bei Aziz Buhadus bei St. Pauli nachgefragt. Das ist irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen und ich fürchte, oh, da habe ich mir jetzt selbst eine goldene Brücke gebaut. Im Sande verlaufen ist auch das gute Stichwort, weil der ist jetzt Autsch, das war doch nicht mal geplant. Der ist ja jetzt nämlich gewechselt nach Saudi-Arabien in die erste Liga zu Al-Batin FC und ich fürchte, dann wird es mit Interview nichts mehr werden. Schreib die doch mal ziemlich geil. Ja. Ich fände es ziemlich geil, wenn du jetzt bei Pauli rumgefragt hast und da klappt es nicht und jetzt fragst du mal bei den Saudis an, ja, kein Problem, bitteschön, hier die Antworten so nach 2 Tagen. Das fände ich relativ gut. Das, allein deswegen werde ich es wahrscheinlich mal probieren, ja. Ich guck mal, die haben bestimmt eine Mailadresse auf der Webseite. Kommst du eine Antwort? Ihr Ticket wird in den nächsten Tagen bei Ihnen in dem Briefkasten sein. Kannst du hinfliegen. Oh, das wäre natürlich cool. Wobei, ob ich nach Saudi-Arabien möchte. Ein paar Flugverbotslisten. Ja. Genau, dann, wenn wir schon gerade dabei sind, habe ich noch 2 andere ehemalige ausgegraben, beziehungsweise habe ich mitbekommen, was die gerade tun. Alexander Riemann, der mal für uns auf dem Flügel geflitzt ist, aber auch, glaube ich, nur ein Jahr, wenn ich mich recht erinnere, der ist ja dann damals nach Österreich gegangen und ich glaube, da in der 2. Liga war er. Und der ist jetzt mittlerweile zurück in Deutschland und zwar beim VfL Osnabrück. Und Jonas Aquistapace, der auch mal, wie lange war der bei uns? War der ein ganzes Jahr da? Ich glaube so eine Saison ungefähr. Der ist aber auch so ein Wandervogel und der irgendwie häufig irgendwie auch schon mal gern irgendwie nach einem halben Jahr wieder irgendwo wechselt oder aussortiert wird oder sonst irgendwie. Der ist jetzt gerade vom FSV Zwickau ja, wie soll man sagen, weggeschickt worden. Also ich glaube noch nicht, dass er schon einen neuen Verein hat, aber der wird sich das jetzt wahrscheinlich in Ruhe angucken. Vielleicht kommt er im Winter dann wieder zu uns. Wenn ja, wir dann, ich wollte gerade sagen, hier freier Spieler, auf geht's. Ganz genau, freier Spieler, wir haben Bedarf in der Defensive. Ne? Er kennt den Verein, er kennt das Umfeld. Steigeruch, jawohl, ja, genau. Sag's doch, wie es ist. Ja, genau. Das mit Riemann finde ich tatsächlich auch interessant. Also der war ja wirklich bei uns ganz gut. Und gut, in Österreich kann jetzt die 2. Liga da nicht einschätzen vom Niveau, aber es dürfte vergleichbar sein zu hier der 3. Liga. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert in Osnabrück. Ja, ich bin jetzt gerade im Überlegen, unter welchem Trainer war denn der damals da? Zorniger. Was? das kann ich dir jetzt auch aus dem Stand nicht sagen, aber das war auf jeden Fall auch einer, wo man sich gefragt hat, warum er den hat gehen lassen. Ich mich zumindest gefragt. Warte mal, ich hab's gleich. Das war zur Zeit von Marc Kienle. 2014, 15. Ja. Das war auch so ein Schwabe. Der war ja auf dem Flügel und der hatte. Hat auch ein paar gute Freistöße geschossen. Ja, also das war jemand, ja, also ich weiß nicht, wie alt der jetzt ist und wie der so drauf ist. In Osnabrück ist ja auch erstaunlich gut gestartet.
Ich glaube, da hat er jetzt noch nichts von dazu beigetragen, weil der kam jetzt, glaube ich, jetzt auch erst kurz vor Ende. Ja, klar. Aber vielleicht reicht es ja, um David Blacher aus der Elf zu drängen. Du meinst wegen unserer Torwette. Ja, genau. Ja, da gucken wir dann demnächst mal, wie da der Zwischenstand ist. Genau. Jetzt haben wir eigentlich nur noch unsere Hassrubrik. Und die haben wir diesmal outgesourced. Sonja hat uns da was mitgebracht. Ja, viele kennen es wahrscheinlich schon, aber das war einfach zu gut. Also das ist so, haben wir schon gesagt, der kriegt einen Ehrenplatz in unserer Hassrubrik und deswegen darf er die heute machen. Das ist Jan Löhmannsröhm von Kaiserslautern. Übrigens dicker Buddy von Robert Andrich, das nur mal so am Rand. Mhm. Der nach dem Spiel gestern in Zwickau sich sehr aufgeregt hat, also nach allen Fernsehbildern eigentlich auch zu Recht. Weil, also ich glaube, die Szene war so, dass er einen Elfmeter verursacht hat. Er bekam im Strafraum einen Ellenbogen ins Gesicht, fiel dann so um und ruderte mit den Armen dabei, bekam dann den Ball an die Hand und dann gab es halt Handelfmeter. Und das ist die Vorgeschichte. Und was er dann danach im Interview bei Telekom Sport gesagt hat, das hören wir uns jetzt an. Jan Löhmannsröhm, es gibt aus lauterer Sicht nur eine Szene, über die es, oder naja, nee, zwei sind es, aber eine, die vor allem Sie ganz genau betrifft, über die zu diskutieren ist. Mit Florian Dick haben wir schon drüber gesprochen, mit dem Gästetrainer Joe Ennox. Auch Ihnen zeigen wir nochmal die Szene, die zur Elfmeterentscheidung geführt hat. Und dann würde mich interessieren, wenn der Monitor dann richtig steht, was Sie dazu sagen. Hier sehen wir es gleich nochmal ganz genau. Ja, also wenn das kein V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. Wie kann man das nicht sehen? Ja, fehlen mir ein bisschen die Worte. Also man sieht, dass sein Ellbogen ganz klar reingeht, dass ich ein Gesicht kriege und also, nee, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Zähne gehen, aber da vorne haben wir eine Zähne ganz klar Elfmeter. Wenn das nicht gepfiffen wird, passiert das gar nicht. Und wenn man das sieht, ey, ja, platz mir die Krawatte, ehrlich. Fühlen Sie sich betrogen um den ja, sicher geglaubten Sieg? Betrogen, er spielt hier ein super Spiel. Ja, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen. Soll erst mal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen. Das ist ja eine absolute Frechheit. Ich könnte mir vorstellen, auch Sie schlafen heute Nacht schlecht, oder? Wieso? Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Nein, natürlich, aber genau deswegen. Ja, na klar, ist es Frust, aber wir haben wieder ein gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft zeigt eine Reaktion. Wir waren ganz klar besser. Torschancen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, klar dominiert. Dann sieht man Zwickau, das ist nichts mit Fußball. Die haben 5 Funkturme da reingehauen, hatten trotzdem keine Chancen. Und durch so eine Sache ergaunern die sich einen Punkt. Bodenlos. Dankeschön. Die Funktürme. Ja. Ja, ich finde, das hätten wir nicht besser machen können. Deswegen sehr würdiger Vertreter für die Hans-Rubrik. Ja, aber ich finde diesen Spruch fantastisch, da soll er Cornflakes zählen gehen. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Also ich habe heute Morgen 87 Cornflakes gefrühstückt. Hast du gezählt? Nee. Nee. Hast du mal grob geschätzt? Ja, also das ist schon geil. Also vor allem, ich fand auch, also A fand ich stark den einleitenden Satz von der Telekom-Reporterin, der sich so über 500 Worte zog. Also musste noch ein bisschen strecken, weil der Monitor noch nicht da war, ja. Ja, diese geile Nachfrage dann, wo er schon so voll austeilt, also fühlen sich so ein bisschen betrogen? Immer so schön gestichelt, komm, sag doch mal was Lustiges. Ja, berät dich mal auf Kopf. Er hat ja auch vollkommen recht gehabt, da war ja Potenzial drin in dem Interview. Wollen Sie sonst noch was sagen? Soll jemand grüßen? Was wünschen Sie dem Schiedsrichter? Also eine Woche lang nicht pennen kann, hat er. Ja, genau. Aber da wir das jetzt in unsere Hassrubrik hier gepackt haben, ist natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit für uns da drin. Also so fühle ich mich ja auch öfter, wenn ich da so die Drittliga-Schiris angucke. Und ich habe dann tatsächlich auch nochmal recherchiert, dieser Schiri, der das Spiel gestern gepfiffen hat, Markus Wollenweber, der hat uns letztes Jahr auch mal verpfiffen. Ist das nicht schön? Welches Spiel war das? So gleicht sich alles aus. Das war das 0-1 zu Hause gegen Rostock. Das war, was wir so doof in Unterzahl dann das Gegentor, in Überzahl bekommen wir das Gegentor. Ja, und wir vorher hätten wir einen... Am Ende, nee, hätten wir nicht... Hätten wir nicht am Anfang... Ganz am Ende hätten wir... Ja, aber am Ende auch irgendwie so eine letzte Minute, so was du bis hinten auf die Nordwand gesehen hast, dass Scheffler zwischen Ball und Gegner sprintet und umgetreten wird. Ja, und deswegen, an Anfangs Minzel hätte da auch eine Elfer kriegen müssen, glaube ich. Da hätten wir sogar in Führung gehen können, ne?
Ich erinnere mich. Wegen, er hat für uns das ausgesprochen, was wir schon lange gedacht haben. Genau, und? So, Konfliktszenen, Digga. Jan Löhmanns Röben, geboren in? Kassel. In Kassel. Ja, ja, so redet er auch, dann hört man. Typischer Ureinwohner. Und wie ist der jetzt ein Buddy von Robert Andrich? Woher kennen die sich? War der auch in Dresden oder was? Der Löhmanns Röben? Kann sein, ich weiß es nicht, aber ich hab nur zu seiner Zeit immer gesehen, dass, als ich Andrich dann noch auf Instagram gefolgt bin, dass die öfter mal irgendwie zusammen abgehen. Mhm. Der war bei Nordhausen, Magdeburg, Jena. Also sehr, sehr ostlastig, aber vielleicht haben die den gleichen Tätowierer oder so. Oder haben sich vielleicht in irgendeiner U-Auswahlmannschaft mal getroffen oder so. Naja, wie auch immer. Die gleichen Cornflakes, die dann. Ich glaub, die sind ähnlich hitzig, von daher. Gibt es eine Therapiegruppe? Ja, genau. Ja, dann haben wir immer zusammen unsere Brotsperren abgesessen. Gibt es da so ein Internierungscamp, wo die dann hin müssen? So ein Besserungsheim für Rotsünder. Ja. Okay, ja, das war unsere Hassrubrik für diesmal. Wir haben noch, unseren Rausschmeißer. Der SC Hessen 3 Eich. Das ist übrigens auch so ein leicht künstliches Konstrukt, irgendwie, was es noch gar nicht so lange gibt. Hast du es parat, Sonja? Wann sind die gegründet worden? Irgendwie so vor, weiß nicht, gute 10 Jahre vielleicht? 2005, 6, 7, sowas in der Größenordnung? Auswendig habe ich es nicht parat. Ne? Ja, aber jedenfalls ist es noch nicht so uralt. Da haben sich dann irgendwie, weiß nicht, diverse Vereine so rund um drei Eich dann da irgendwie angeschlossen oder zusammengeschlossen oder sonst irgendwie. Naja, die sind jedenfalls mittlerweile bis in die Regionalliga aufgestiegen. Und nennt sich SC Hessen. Passt ganz gut zu unserem, wie hießen die anderen? SG Hessen, ne, aus Bad Hersfeld. Ja, genau. Und die haben es jetzt tatsächlich fertiggebracht, nicht nur Kai Hesse zu verpflichten, sondern auch noch Uwe Hesse. Sie haben jetzt zwei Spiele mit dem Nachnamen Hesse in einem Team voller Hessen. Finde ich fantastisch. Ich möchte bitte Scout bei denen werden. Ja, das ist ein schöner Job. Mal gucken, vielleicht schaffst du es. Einfach das Telefonbuch durch. Also, hier, guten Tag, können Sie Fußball spielen? Ja. Vielleicht schafft es Daniel Bayer vielleicht auch noch zu Bayer Leverkusen oder sowas. Das wäre auch noch schön. Wen haben wir sonst noch? Ja, aber der legendärste ist natürlich Wolfgang Wolf als Trainer vom VfL Wolfsburg. Das war natürlich das Allerbeste. Ja. Okay. Hast du es ein bisschen kaputt gemacht? Habe ich es kaputt gemacht? Hast du noch eine mit Wolfsburg am Schluss, ne? Wolfsburg am Schluss, das geht gar nicht. Ich habe zu Wolfsburg gehört, dass die halbe Mannschaft demnächst Vater wird von Wolfsburg und die sprachen vom Labbadia-Effekt. dann ist dann die Sprache, ob die Kinder dann halt alle aussehen wie Bruno Labbadia, ne? Das ist jetzt die spannende Frage. Da gab es ja auch schon Geschichten. So, was man so hört. Haben wir noch nie was drüber gehört? Nein. Du nicht? Verleumdung. Ja. Nein. Ja. Gut, bevor wir das jetzt im Detail ausbreiten, würde ich sagen, das war's mit Folge 29 von Niemals Erste Liga. Bleibt uns gewogen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, bewertet uns auf iTunes, empfehlt uns weiter und bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Ciao.